Gut, dann lassen Sie uns starten. Herzlich willkommen, guten Morgen hier bei uns im System Works Institut in Unterföhring. Ich freue mich sehr, dass Sie, dass ihr alle da seid. Ich merke schon gerade, ja, den ganzen Morgen war ich schon etwas, naja, aufgeregt, Lampenfieber. Nee, ich denke nur toll, dass das sein darf, dass Sie, dass ihr hier seid, dass wir das Seminar mit Bernd machen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Dankeschön. Freut mich sehr. Ich bin zum ersten Mal da, es gefällt mir sehr. Okay, das hatten wir schon mal hinter uns. Ja, das ist eine große Ehre, dass du da bist, denn das ist ja quasi auch dein letztes offizielles Berufsjahr auf Bühnen. Ne? So gesehen ist das nochmal was Besonderes. Der Phil Collins, wer von... Ja, viele werden den kennen, gell? Der hat ja, das fand ich damals bemerkenswert, eine First and Final Farewell Tour gemacht. Er hat dann noch eine hinterhergelegt. Aber also, jetzt lassen wir es aber mal dabei. Von dir war das ja erstmal klar vernommen. Und für mich ist es natürlich auch ein, also erstmal schön, dass wir das in dem Kreis machen können, auch familiär. Ich möchte euch und Ihnen allen sagen, das Haus ist jetzt für Sie da. In diesen Tagen. Also alle Räume bitte so nutzen, wenn jemand mal kurz Privatheit braucht, kurz zumachen, das Schild nicht stören, dranhängen. Also heute ist, glaube ich, geschäftliches Telefonat ja nicht nötig, weil Feiertag. Und auch wenn wir Mittagspause haben, wir werden heute Vormittag von 10 bis 13 Uhr arbeiten, dann haben wir 2 Stunden Mittagspause, aber da sind wir sehr nahbar. Mal gucken, wie wir das verbringen. Sie bekommen alle noch eine Restaurantliste. Ja, das machen wir in der nächsten Pause, und die überfrachten, da steht dann drauf, wo man hingehen könnte. Man kann auch einen schönen Spaziergang machen, da drüben gibt es einen schönen Bäcker, den Kistenpfennig, und wer einfach gerade hier bleiben kann, der hier bleiben will, der kann das auch gerne tun. Und mal gucken, wie wir uns dann unterhalten. Aber für mich ist nochmal interessant, weil ich vor einigen Jahren, nämlich vor 13, eine Ausbildung bei Bernd machen durfte, nämlich die Ausbildung zum Thema seelische Leitbildarbeit. Und das hat auf verschiedenen Bühnen gewirkt. Ich war einer von denen, die damals behauptet haben, ich träume nicht, was natürlich jeder macht, also das ist mir schon auch klar. Und dann hat Bernd mir einen Tipp gegeben, der mich bis heute beeindruckt oder funktioniert. Weißt du was, sagte er, du musst einfach nur dich falsch rum ins Bett legen und morgen früh. Ja? Und so war's. Und seither werde ich dieses innere Bild nicht mehr los, aber im Guten, ja, das hat mir über viele auch schwierige Situationen geholfen. Bin sehr froh, dass ich durch dich meinen Bilderreichtum entdecken konnte, mal abgesehen davon, dass ich als Coach und Berater mit der Systematik in vielerlei Variationen einfach auch warm geworden bin. Das kann man in einem kleinen Format nutzen, quasi eingestreut, oder man kann es explizit machen. Seelische Leitbildarbeit, wenn man das als Format begreifen möchte. Ich wünsche euch und Ihnen viel Spaß und ja, Entdeckungen an diesem Tag. Ich glaube, es gibt was Praktisches, aber auch was zum Mitdenken und zu sich kommen. Also so gesehen wünsche ich Ihnen und uns allen, dass es ein gelingender Tag ist. Das Wetter spielt ja auch mit, also lassen Sie es uns genießen. Ja, viel Spaß. Mal gucken. Ja, vielen Dank. Ich darf auch sitzen, etwas erhöht, dass mich alle sehen. Es stimmt, dass ich ja seit Jahren nicht mehr lehre, gelegentlich international noch uns vertrete, um auch unsere Arbeit in den englischen Sprachraum zu bringen. Habe aber gern die Idee aufgegriffen, doch einen Vorkonferenztag zum Thema innere Bilder zu machen. Ein Tag ist kurz. Ich habe mich vorbereitet, was bei mir nicht immer gut ist, weil ich spontan, sagen die Leute, eigentlich am besten bin. Wenn ich zu vorbereitet bin, ist eher schlecht. Ich war gerade im Iran 14 Tage und da sind lange Busfahrten angesagt. Und wir hatten einen dreifach großen Bus, da hat jeder 2 Reihen gehabt. Und da hatte ich also Zeit, mir viele Gedanken zu machen. Insofern bin ich wohl präpariert. Ich muss mal sehen, wie ich mich durchschlängle zwischen dem, was wir situativ machen, und dem, was ich als Programm vorgesehen habe. Vom Programm her habe ich mir 3 Referate, Größenordnung eine halbe Stunde, über den Tag verteilt, vorgenommen, so richtig noch mit PowerPoint. Das hat auch den Grund, weil wir das ja didaktisch aufbereiten und nachher auch dieses Video
bei uns auf die Website stellen und dann kann man entlang der Charts gucken, was man situativ sich nochmal angucken will. Das ist ja bei uns so aufgebaut, dass wenn man auf das Chart klickt, man an der Stelle im Video ist und das nochmal sehr spezifisch kriegt, sodass man diese langen Videos, die ja kaum jemand anguckt, gezielt nutzen kann. Also insofern ist auch so ein bisschen diese Produktionsidee mit dabei. Schön ist für mich, dass viele da sind, die mich schon kennen, vielleicht sogar zu dem Thema bei mir schon mal was gemacht haben. Ich bin jetzt eher mal davon ausgegangen, dass man das nicht kennt und ich von daher im Wesentlichen auch einen Überblick gebe. Ich werde heute... Kommt rein. Hallo. Ein Thema, dem ich heute mich nicht vertieft widmen werde, ist die Traumarbeit. Das begleitet mich ja schon seit Jahrzehnten. Dazu gibt es aber dieses Büchlein. Ich habe ein paar Exemplare davon mitgebracht. Ich habe mir gedacht, ich mache einmal einen Überblick. Was sind, wie arbeite ich mit inneren Bildern? Was ist der Grund, warum ich das tue? Dann innere Bild, im zweiten Referat innere Bilder und Biografie. Und was kann man lernen als narrative Kompetenz, wenn man mit inneren Bildern arbeitet? Und heute Nachmittag habe ich gedacht, ich gebe auch noch einen kleinen Überblick über Arbeitsformen und Settings fürs Praktische. Wir sind ja, wir hoffen ja, dass es möglichst nehmbar ist, dass man selbst damit weiterarbeiten kann. Ich gehöre zu denen, die auch selbst mit der Traumarbeit sagen, dass ich bin an Evangelisierung interessiert. Das heißt, jeder hat einen direkten Zugang zu dieser Welt und zu dieser Sprache und braucht keinen Priester, der mit einer Deutungshoheit ihm sagt, was er darf und was er nicht darf. Das ist universell, deswegen möchte ich alle ermutigen, mit diesen Dingen auch zu experimentieren. Wenn man das mit der angemessenen Demutshaltung tut und in niemanden unnötig einbricht, gegen dessen Willen, kann man eigentlich auch wirklich nichts falsch machen. Also diese German Angst, bloß nichts, dass nichts passiert, brauchen wir nicht haben. Abwehrmechanismen funktionieren normalerweise einwandfrei. Kann man mit rechnen. Ja, von daher habe ich gedacht, dass ich heute Morgen vielleicht, nachdem ich erstmal so ein bisschen erklärt habe, wie ich das mit dem Bilderinterview entwickelt habe und an einigen Beispielen das illustriert habe, vielleicht mit jemandem von euch ein verkürztes Bilderinterview hier mache, ein Live-Interview. So könnt ihr jetzt währenddessen schon so ein bisschen das innerlich anfühlen, ob ihr das vielleicht gerne hättet. Und am Nachmittag habe ich gedacht, wir machen eine Geschichtenerzählübung. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung ihr selbst schon damit habt, das einfach zu tun. Es gibt viele Menschen, die denken, ich kann das nicht. Oder wenn, dann beim Gutnacht sagen, aber im Beruf und so, geht nicht. Und dann immer wir diese Übung machen, entdecken ganz viele, dass sie es erstens können und dass es zweitens in der einen oder anderen Variante bei Ihnen eigentlich Schleusen öffnet. Und so eine Übung, das können wir heute Nachmittag mal machen, dass ihr auch was miteinander macht. Und eine dritte Arbeitsform, der ich immer zugeneigt war, ist die geleitete Fantasie. Da mache ich zwei kleinere heute am Tag. Und ich habe das lila Hemd angezogen. Mit Referenz auf Milton Erickson, dem legendären Hypnotherapeuten, der war ja, als ich ihn kennengelernt habe, da schon sehr eingeschränkt, Rollstuhl, Zwerchfelllähmung, Lippenlähmung und er war farbenblind. Und er trug aber Purple, weil this was the only color that made some, gave him some comfort. Dann habe ich gedacht, okay, ich bin zwar nicht farbenblind, aber ich ziehe heute mal dieses lila Hemd an. Vielleicht kommt darüber etwas die Magie von diesem Milton Erickson hier in den Raum rein. Ich werde jetzt gleich mal einen Überblick geben, aber
davor machen wir eine kleine geleitete Fantasie, um auch so ein bisschen uns alle in diese narrative Stimmung einzuladen. Und ich werde nachher ein paar Bilder zeigen, die sollen sich nicht gleich so in den Vordergrund schieben, sondern ihr seid ja vielleicht noch etwas selbst halb im Nachtschlaf oder in dem einen oder anderen Gedanken an dieses Seminar verbunden. Und es wäre ganz schön, wenn jeder bei sich mal so ein paar Bilder aufgreift, um die vielleicht griffbereit zu haben für spätere Gespräche, die wir dann miteinander führen. Ich sag zu allen du, wer mag, kann mir gerne das Sie anbieten. Ja, dann fange ich gleich damit an. Ich kündige das vorher an, ich werde später, heute Nachmittag bei den Methoden, das nochmal erklären, warum ich das mache mit der Transparenz. Ich werde also euch jetzt erst einladen in diese Haltung dieses inneren Dialogs und Bilder aus Hintergrundbühnen in den Vordergrund kommen zu lassen. Und ich werde thematisch euch einladen, das ein oder andere Bild aus dem heutigen Berufsleben euch einfallen zu lassen und vielleicht das ein oder andere Bild aus eurer Lebensgeschichte, aus eurer Biografie, um die einfach mal zu sammeln, ohne jetzt da gleich einen festen Zusammenhang herstellen zu wollen, sondern erstmal so ein paar Bilder finden und zueinander legen oder zumindest eine Suche dort in diese Richtungen zu aktivieren. Meist läuft es dann ja, auch wenn man die Aufmerksamkeit wechselt, im Hintergrund weiter. Ja. Du dürftest gerne noch ein bisschen lauter sprechen. Noch lauter? Ja. Okay. Milton Erickson hatte eine Stimme, die bei jedem diese unglaubliche Aufmerksamkeitshaltung auslöste, die er für seine Art von Lernprozesse eingeladen hat. Verträgt sich jetzt nicht sehr gut mit Lautsprechen. ja, jeder von uns kann das, in Trance gehen. Trance ist ja einfach eine besondere Art von Aufmerksamkeit. In der Regel damit verbunden, dass man sich ein Stück seiner selbst gewahr wird. In der Regel damit verbunden, dass man die Aufmerksamkeit schärft und sie etwas so von den äußeren Alltagsdingen zurücknimmt und eher die Aufmerksamkeit auf innere Erlebnisse, auf körperliche Erlebnisse, auf Bilder richtet. Und manchmal öffnet sich dadurch wie eine Art Tunnel in die ganze Gedächtniswelt früherer Erinnerungen dieser Art. Wir haben ja dieses Konzept, dieses Context-bound memories, wenn man die richtige Haltung gewinnt und die richtigen Trigger kriegt, dann eröffnen sich diese ganzen Welten, die immer da sind, aber die Wahrnehmung dafür ist manchmal einfach blockiert. Ja, und jeder von euch hat Erfahrung damit, weil das spontan geschieht oder manche haben auch spezielle Praxis, die nennen das dann vielleicht Entspannungsübungen oder Meditation oder beim Joggen. Sagen manche, ich jogge und dabei läuft der ganze Tag nochmal vor mir ab und ich räume innerlich auf. Also es gibt nicht die eine Methode. Die Kirche sagt uns, dass es ein ganzes Kulturrepertoire von Besinnungsmöglichkeiten auch im Rahmen unserer christlichen Erziehung gibt. Ihr könnt es nutzen, zum Beispiel den Klang dieser Glocke, sich in eurem Körper ausbreiten zu lassen. Wer in diesem christlichen Kontext da das nicht leicht nutzen kann als Zugang für diese innere Besinnlichkeit, dem hilft es vielleicht, wenn er Situationen, in denen er ganz spontan in diese innere Aufmerksamkeit verfällt, erinnert. Manches schlicht beim Autofahren. Ganze Filme laufen da, man wundert sich überhaupt, wer gefahren ist nachher.
Oder es kann sein, dass ihr, wie bei diesem herrlichen Sommer, frühlingshellen Tag, naheliegend irgendwo an einem Bach sitzt. Und dieser Bach, der darf noch richtig meandern, der muss noch nicht strikt und rasch irgendwo hingehen. Und das Sonnenlicht tanzt auf der Wasseroberfläche. In einem der islamischen Tempel, in dem ich gerade war, ist der Schöpfungsmythos, dass die Welt aus Wasser und Licht gemacht ist. Da hätte man diese Kombination. Bei wieder anderen mag es sein, dass sie sich in der Badewanne mit ihrer Lieblingsessenz sich entspannen oder am Strand liegen irgendwo. Der Sand ist warm genug, dass man den Körper angenehm fühlt. Vielleicht weht ein leichter Wind, den man auf der Haut spürt. Irgendwo läuten Glocken. Vielleicht hört man auch eine Meeresbrandung, eine sanfte, die mit unendlicher Geduld den Wasser anschwimmt, sich ausläuft, sich wieder zurückzieht. Und vielleicht, wenn man da liegt und schaut nach oben, sieht man diese Möwen. Und die flattern ja kein bisschen. Die strecken ihre Flügel nur so aus, dass sie den Aufwind nutzen können und sich einfach tragen lassen können. Es ist nicht notwendig, sich irgendwie anzustrengen. Es ist auch nicht notwendig, sich irgendwelche Ansprüche zu setzen. Manche Menschen denken, oh, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Das hat aber meist eher damit zu tun, dass sie fixierte Vorstellungen haben, wie das sein müsste, dass es richtig ist. Aber es gibt so unterschiedliche Arten, in eine solche eigene innere Aufmerksamkeit zu finden, wie es unterschiedliche Menschen gibt. Bei manchen löst sich leicht eine ganze Bilderflut, bei anderen erstmal gar nicht. Sie wähnen sich fast in einer Alltagsaufmerksamkeit und dann überrascht sie doch vielleicht ein Wort, ein Satz oder eine Empfindung, die sie plötzlich haben, der sie sonst vielleicht keine Beachtung geschenkt hätten. Und manche werden bemerken, dass sich auch im Körper schon ein bisschen was geändert hat, der Atemrhythmus sich verändert hat. Und es kann hilfreich sein, die Augen zufallen zu lassen, aber es ist auch in Ordnung, die Augen offen zu lassen und zu schauen. Jeder in seiner Art. Manchmal werden dadurch auch Erinnerungen wach an frühere Situationen dieser Art, in der du ganz irgendwo besinnlich warst, sei es für dich allein oder mit anderen zusammen an einem Lagerfeuer. Ich persönlich finde es irgendwie sehr faszinierend, eine Glut zu erleben, die so in der das Licht so hin und her geht. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass wenn das Feuer eine Weile gebrannt hat, dass dann Menschen auch ins Erzählen und Erinnern kommen. Geschieht nicht immer, aber es geschieht oft. Und es ist ganz gut zu bemerken, so welchen Zugang man eigentlich selbst wählen würde oder gewählt hat oder wo diese Räume im eigenen Leben schon waren. Ja, und wenn man dann so sich einer solchen Haltung schon etwas angenähert hat,
dann kann es sinnvoll sein, einen Scheinwerfer auf bestimmte Arten von Bildern zu richten. Und ich lade euch ein, so aus eurem gegenwärtigen Berufsleben vielleicht ein, zwei, drei Bilder auftauchen zu lassen. Bei manchen kommen die spontan und sind irgendwie richtig. Andere blättern so ein bisschen durch und man weiß noch nicht so recht. Das ist auch okay. Und wenn du so ein Bild hast, geh ein bisschen näher. Falls es ein Bild ist, das Emotionen weckt, auch nicht zu nah, gerade nahe genug, um es anzuspüren. Und mit Abstand genug, um zu wissen, das ist nur eines von vielen Bildern. Und du hast die Möglichkeit, selbst ein- und auszublenden, groß und klein zu machen und dich selbst dazu zu stellen. Manchmal kann es helfen, dass man sich vorstellt, dass es wie ein Lichttisch ist in einem Grafikbüro und man eine Momentaufnahme, ein Bild, das einem eingefallen ist, als Standbild wählt und auf diesen Lichttisch legt. Und vielleicht findest du dort nach einer Weile ein, zwei, drei solcher Bilder. Es ist gut, sich die zu merken, man muss nicht viel mitmachen jetzt. Wahrscheinlich hast du irgendeine Resonanz zu diesen Bildern. Und auch da kann es gut sein, die für einen Moment einfach nur festzustellen. Muss nichts damit tun. Und falls nicht gleich Bilder kommen oder vielleicht welche, die du nicht für die richtigen hältst, dann darf das auch noch eine Weile dauern und vielleicht später finden sich welche ein. Und ich lade dich jetzt ein, den Scheinwerfer in eine andere Richtung zu lenken, nämlich zurück auf deinem Lebensweg. Und wir wissen jetzt natürlich nicht genau, wonach wir schauen sollen. Aber allein die Richtung kann vielleicht eine Idee liefern, dass sich aus deiner Zeit als junger Mensch, als Jugendliche, als Schulkind, vielleicht als Kindergartenkind, in deiner Familie oder in deinem Umfeld irgendwelche Bilder jetzt finden lassen. Vielleicht auch eins, zwei oder drei. Und auch mit diesen Bildern kann man es machen wie mit den vorigen. Nahe genug ran, um sie anzuspüren, die Resonanz, die man mit ihnen hat, festzustellen. Und sie genügend gut auf Abstand halten, damit man nicht ungewollt in einem Film drin ist. Und auch mit diesen Bildern können wir es so machen,
mit dem Lichttisch, dass ihr ein Standbild daraus macht. Also nicht den ganzen Film, sondern eine Szene, einen Moment daraus wählt. Und dieses Standbild dann auch auf den Lichttisch legt zu den anderen Bildern, die da noch liegen. Und ich weiß natürlich nicht, ob und welche Art von Bildern du da jetzt liegen hast, aber vielleicht ist es ganz interessant, einfach mal vom einen zum anderen zu schauen und zu beobachten, wie man darauf reagiert. Und sich auf jeden Fall diese Bilder zu merken. Du bist völlig frei, nachher davon zu erzählen oder nicht. Das ist dir ganz belassen. Aber es ist vielleicht ganz gut, sie für dich festzuhalten. Ja, und das war sozusagen der thematische Teil, die Aufmerksamkeitsrichtung, die ich euch anbieten wollte, und wir begeben uns jetzt langsam zurück. Es ist gut auch da, den eigenen Rhythmus zu wählen und so zurückzugehen, dass man die Erinnerung behält. Und so wie die Glocken verklingen, verklingt vielleicht auch das Bild. Und so wie jeder seine eigene Art hat, in diese innere Aufmerksamkeit zu gehen, hat auch jeder seine eigene Art und seinen eigenen Rhythmus, sich wieder stärker auf die Außenwahrnehmung zu orientieren. Und es geht auch dann gern mit Veränderungen im Körper einher, Atem verändert sich wieder. Und man bewegt sich wieder. Bis dann schließlich alle Augen offen sind. Und es ist gut, so auf der Schwelle zu bleiben. Ein Teil der Aufmerksamkeit darf ruhig hier auf diesen Hinterbühnen bleiben. Ein anderer Teil der Aufmerksamkeit geht hier nach außen. Und da wird es jetzt gleich eine kleine Präsentation geben. Also erzählt euch einen kleinen Moment noch selbst von dem Erlebnisgrad, damit es auch in den höheren Bewusstseinsschichten bleibt. Wenn man da zu schnell marschiert, verliert man die Erinnerung. Das kennt ihr ja von morgens aus dem Traum kommen. Man denkt, das kann man gar nicht vergessen, 5 Minuten später. Also erzählt es euch selbst einen kleinen Moment noch, um es auf dieser Wachebene festzuhalten. So, welcome, die Nachzügler. Die sind nur so vollgelegt, die Plätze, aber sie sind noch frei. Falsch gegangen. Extra die teuren Plätze für euch gelassen. Alle wohlbehalten zurück in der Außenwahrnehmung. Gut. Ich werde dann jetzt so eine halbe Stunde referieren. Und das Thema könnt ihr ja lesen. Innere Bilder. Die Hauptüberschrift bezogen auf Biografien, Berufslebenswege. Ist ja immer so unser Schwerpunkt, weil ja wir in dem Feld Mensch-Beruf, Mensch-Organisation arbeiten. Selbstverständlich kann man alles, was wir heute sagen oder machen, auf andere Lebensbereiche und andere Lebensthemen
verwenden. Das ist ja, und Entwicklungen in Organisationen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Integrität von Organisationen etwas mit Shared Vision, gemeinsame Erzählungen zu tun haben, dass man rein sachlich, strukturell eine Organisation in ihrer Seele nicht zusammenhalten kann. So, die erste Präsentation, die zeigt jetzt einfach ein bisschen, wie ich das entwickelt habe. Innere Bilder als Hintergrund beruflicher Situationen und Begegnungen. Und als ich da so in den Bus saß, habe ich gedacht, ich zeige euch einfach mal ein paar Bilder mit der Überschrift Resonanz, weil diese Bilder, das sind jetzt Bilder, die ich von außen bringe, lösen in einem sofort eine Resonanz aus. Und das ist jetzt ganz gut, weil man sonst nichts zu tun hat, einfach eine Aufmerksamkeit auf die Resonanz, die man hat und wo man sie hat und welche Art von Resonanz man hat. Und da habe ich einfach in meinem Bildervorrat gekramt und ein paar gewählt. Das ist direkt von der Reise frisch reingenommen. Persepolis. Das ist ein Bild, das habe ich gemacht, als ich mit dem Volker an der Nordsee war. Das ist eine Perspektive, die viele auch gut kennen. Das ist ein Bild, wie ich habe vor 10 Jahren oder so eine Tagung dazu gemacht, zu innere Bilder, und da hat der Wolfgang Loos, den ja viele kennen, referiert, und das war sein Bild, mit dem er sich eingeführt hat. Und er sagt, ich weiß bis heute noch nicht, warum das so ist, aber ich kriege immer die Firmen, bei denen die reinste Wüste ist. Andere haben so schicke Projekte mit internen, die kompetent sind, die Budget haben, die was erreichen wollen. Und ich gerade aus irgendeinem Grund immer an Unternehmen, die völlig am Anfang sind, wo man doch Erhebliches zu arbeiten hat. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es fällt mir doch immer zu. Und das ist das Bild dafür. Wäre natürlich sehr interessant zu gucken, welches Bild ihr bringen würdet, wenn ihr Referent auf so einer Tagung wärt. Das ist ein Bild, das habe ich in Sizilien bei einer Freiluftaufführung gemacht. Ich glaube, könnte Ödipus gewesen sein, bin aber nicht sicher. Ja, und wahrscheinlich spürt ihr das, dass Bilder reiche Resonanz auslösen. Manche passen zu einem, manche nicht. Manchen möchte man sich annähern, von anderen möchte man Abstand halten. Mal aus gutem, mal aus schwierigem Grund. Da werden wir noch Beispiele für haben. Ja, also warum eigentlich innere Bilder? Ich bin fest davon überzeugt, dass immer nur ein Teil unserer Wirklichkeit und unserer Bewegtheit, was uns ausmacht und bewegt, im Vordergrund der Aufmerksamkeit sein kann. Und je nachdem, welche Bühne man gewählt hat, gibt es andere Dinge, die im Vordergrund sind. Aber all diese anderen hintergründigen Bilder und Strömungen, die sind ja trotzdem wach und aktiv. Und oft genug ist es so, dass der Kontakt zu diesen inneren Bildern im Hintergrund, welch,
wenn man weiß, welche werden jetzt eigentlich getriggert und sind aktiv, einem helfen kann, zu verstehen, wie man seelisch reagiert. Und die seelischen Reaktionen, die in einem ausgelöst werden, beeinflussen natürlich die Selbststeuerung. Ob man es will oder nicht, ob man es merkt oder nicht. Aber es ist nicht nur so, dass man selbst es merken kann oder nicht merken kann, sondern andere merken es auch. Also ich glaube, dass wir wechselseitig einander Resonanz geben auf das, was im Hintergrund bei dem Menschen wach wird, selbst wenn der es gar nicht merkt. Und wir es vielleicht auch nicht merken. Und wir beide beginnen dann sozusagen eine Interaktion, die wir dann scheinbar sachlich transformiert in die Rollen und Gegenstände, mit denen wir es zu tun haben, verwalten, aber die manchmal eigentlich ganz stark nur zu verstehen sind, wie es sich dann entwickelt, wenn man diese hintergründigen Strömungen mit berücksichtigt. Im Guten wie im Schwierigen. Im Schwierigen kann sein, dass sich Menschen total verhaken, weil sie da was nicht mitkriegen. Aber im Guten kann sein, dass es zwischen denen super flutscht, weil das, was da im Hintergrund wach wird, synergetisch ganz prima zusammenkommt. Im einen Fall, wenn es in Schwierigkeiten führt, wäre natürlich nicht schlecht, man merkt es. Nicht nur selbst, sondern entwickelt vielleicht auch eine Dialogkultur, miteinander darüber sprechen zu können. Nicht zwangsläufig, nicht zu sehr in den Vordergrund zerren, aber die Hintergründigkeit mit reinnehmen können. Oder manchmal kann man das ganz systematisch, könnte man das sogar verwenden, zum Beispiel in einem Assessment, dass die Menschen ganz offen aussprechen, welche Bilder in ihnen eigentlich wach werden, weil man sie dann sortieren kann. Das können ja konstruktive oder destruktive, falsche oder richtige Bilder sein. Aber es ist wichtig, dass man darüber spricht, weil es manchmal sehr langwierig und sehr umständlich sein kann, das alles in Sachargumente verpackt zu transportieren, was einen eigentlich von der Hinterbühne her bewegt. Ja, und ich habe speziell diese Arbeit, das Interview mit den inneren Bildern dafür entwickelt, dass Menschen wieder neuen Kontakt damit kriegen, was ihnen eigentlich Sinn macht. Und das ist ja oft nicht das Sachliche, sondern das sind Gütekriterien einer Situation, eines Lebensgefühls. Gehören dazu andere, viele oder wenige andere Menschen? Gehört Ruhe oder Spannung dazu? Was ist es eigentlich, was mir Sinn macht? Und indem ich das studiere, kriege ich ein bisschen darüber mit, was eigentlich auch meine Seele ausmacht. Es ist ja im Vorfeld, hat die Raffaella Kreitmeier ein Interview zu Bildern, inneren Bildern und Fluss gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt auf der Website. Da habe ich das ja nochmal erklärt, warum innere Bilder, und da habe ich das auch mit der Seele erklärt. Es ist auch in diesem Büchlein da drin. Wie gegenwärtig ist es, oder soll ich es noch ganz kurz sagen? Nochmal kurz sagen. Also Seele ist natürlich kein sehr moderner Begriff, und trotzdem haben wir alle, die meisten Leute, das Gefühl, irgendwie, es gibt ja doch sowas. Ich habe ein Bild für mich gefunden, das die Sache mir ganz plausibel macht. Für mich ist, wenn ich mich frage, was die Natur meiner Seele ist, ist es wie wenn ich, da kann ich Bojen auf einer Wasseroberfläche feststellen, an denen hängt ein Netz, das in unergründliche Tiefen geht. Und wie die Struktur dieses Netzes genau ist, weiß ich auch nicht. Aber ich kann beobachten, was darin hängen bleibt. Und wenn ich aufmerksam dafür werde, was denn eigentlich bei mir hängen bleibt, unter den Millionen von Bildern, die jeden Tag auf mich einströmen, kann ich etwas darüber erfahren, welcher Natur dieses Netzes ist und wer ich bin. Es gibt keine fertigen Antworten, aber ich kann auf diese Weise mit diesem Strandgut, mit diesem, was da in mir hängen geblieben ist in meinem Leben und was aus neuen Situationen hängen bleibt, beim einen was ganz anders als beim anderen, erfahre ich auch etwas über die Interessenlage und die Natur meiner Seele. Das ist das Bild, das ich verwendet habe. Damit ein Missverständnis nicht auftritt, will ich kurz sagen, dass Bilder für mich nicht nur visuell heißt.
Wir haben aber leider kein Wort, das alle anderen Sinneskanäle zum Beispiel mit meint. Ich habe jetzt hier einfach dann gesagt, Schaubilder, Hörbilder, Spürbilder, Riechbilder, Schmeckbilder. Und da darf man nicht auf das Visuelle fixiert sein. Es kann sein, dass man selbst so ist oder einen Klient hat, der da zunächst zum Beispiel ganz körperlich orientiert ist. Es bleibt ein Hintergrundbild, wird wach in einer körperlichen Empfindung. Das ist genauso dann wie ein Bild. Und dann kann man gucken, wie kann man das befragen, wovon das erzählt. Aber vielleicht gibt es auch mehr als die Sinne. Es sind vielleicht auch übersinnliche Wechselspiele und Kombinationen aller Art. Also auch da ist jeder anders. Man muss bei jedem erforschen, wie ist deine Sinnesbilderwelt und vielleicht sogar die übersinnliche Bilderwelt bei ihm eigentlich gebaut. Also Schemata verbieten sich in diesem Bereich wie eigentlich in allen Bereichen des Lebendigen. Ich will euch kurz etwas zu diesem Bild, das ja auch hier drauf ist, erzählen. Und da geht es eben schon auch ein bisschen ins Übersinnliche. Ich wollte ja als Kind Zirkusdirektor werden. Also selbst Kunststücke vorführen, aber auch die meiner Kameraden kredenzen, Regie führen, wer da welchen Purzelbaum hinter wem machen darf und auf diese Weise die Welt ans Staunen bringen. Also der Applaus war mir eigentlich nicht wichtig, aber wenn jemand "Oh!" gemacht hat, das war es gewesen, was meine Seele genährt hat. Und das Bild ist gemalt von einer Teilnehmerin, aufgrund eines Traumes vor dem sechsten Baustein des zweiten Jahres. Ein Curriculum, in dem ich nicht als Lehrtrainer drin war. Ich bin ja schon seit über 10 Jahren da nicht mehr drin. Und sie hat mir das dann geschrieben. Sie hat geträumt. Und sie wusste nichts von mir und Zirkusdirektor, habe ich nachher ausdrücklich nochmal gefragt. Sie hat geträumt, sie geht nach Wiesloch und sie wird... Und das ist ganz selbstverständlich ein Zirkus, also mit Käfigen und Tieren und Showzelt und allem drum und dran. Und sie wird dort von einem Lehrtrainer empfangen und es ist auch völlig selbstverständlich, dass der da ist und wird in einen der Wagen geführt und dort saß meine Frau, also die, die in Wiesloch waren, die wissen, dass die auch dort ihre Therapien macht und hat jemanden beraten und da hat sie sich ganz selbstverständlich dazugesetzt. Und ich stand im Hintergrund als der Zirkusdirektor. Und sie hat dann in diesem sechsten Baustein, wird zum Abschluss ein Bild gemalt, hat sie dann diesen Traum, also das ging dann noch weiter, sie hat dann, die Lehrtrainer kamen alle zu ihr zu Besuch, um zu erfahren, wie sie ihr Haus jetzt renoviert hat. Sie wollten das wissen. Und da wäre also eine wunderschöne Glastüre gewesen, die in einen Garten hinaus mit gereicht hätte, wo es also war ein großes Lob für uns, würde ich sagen. Muss ich jetzt nicht zu breit reden. Das war, hatte dann jetzt nicht mehr so viel mit Zirkus zu tun. Und dann hat sie dieses Bild gemalt und hat es vergessen. Und hat mir dann eine E-Mail geschrieben mit dem Traum und dass sie das jetzt auch in diesem Bild festgehalten habe, dass für sie das sehr verdichtet und sie hätte es vergessen. Und da habe ich gefragt, ob ich es behalten darf und das hat sie auch erlaubt. Da ist also auch für sie diese Bank und dieses Herz, das hat sie mir alles geschrieben, was das für sie dann bedeutet. Kann man sich alles noch ganz gut vorstellen. Aber es gibt noch eine andere Begebenheit mit dem Zirkusdirektor, wo vielleicht dann eher sowas ist, was die Jungianer Synchronizität nennen. Ein akkausaler Zusammenhang von seelischen Zuständen und physikalischen Gegebenheiten. Der Zusammenhang ist der Sinn. Es hat nichts mit Ursache, Wirkung, vorher, nachher zu tun. Das ist etwa gute 10 Jahre her. Es war an der Uni Zürich. Ich habe dort
den letzten Baustein eines Coaching-Curriculums gemacht zum Thema Arbeiten mit inneren Bildern. Und es war gleichzeitig mein letztes Auftreten als Lehrtrainer. Ich hatte beschlossen, in Wiesloch hatte ich schon ganz aufgehört und da war noch dieses eine Seminar langfristig vereinbart und das sollte mein letztes sein. Und dann habe ich dann am letzten Tag morgens gefragt, wer denn gerne für ein Interview zu den inneren Bildern sich melden würde. Da hat sich sofort jemand gemeldet. Das war ein Beratungsunternehmer, der sagte, er hat irgendwie das Gefühl, er muss noch mal sein Lebensgefüge noch mal neu befragen. Er wäre jetzt im Übergang und er hätte jetzt wäre da mit Themen beschäftigt, die er eigentlich nicht gut versteht. Und da habe ich ein Interview mit ihm gemacht. Im Rahmen dessen habe ich ihn gefragt, was wolltest du denn werden als Bub? Und dann hat er gesagt, Zirkusdirektor. Nie was anderes. Da dachte ich schon, hoppla. Ich habe ja schon viele Interviews gemacht, aber dass jetzt an meinem letzten der Zirkusdirektor daherkommt. Und wie ging es weiter? Ja, dann habe ich ihn gefragt, und jetzt eine Szene. Als angenommen, du wärst Zirkusdirektor geworden, was du damals wolltest, und das ist Teil dieses Interviews, das ihr auch nachher sehen werdet, und das Leben wäre verfilmt worden, was ist das Standbild, das du auswählst aus diesem Film? Und er sagt, es ist das Finale. Der Zirkusdirektor steht schon eher an der Seite, es ziehen noch alle noch einmal vorbei, Elefanten, Tiger, Clowns, Artisten und so weiter. Es gibt großen Applaus und alle sind sehr ergriffen und der Zirkusdirektor geht langsam in den Hintergrund. Ich habe wieder hoch. Vielen Dank für die Verabschiedung vom Universum. Der Mann wusste nichts davon. Ich habe ihn gefragt, hast du irgendeine Idee, dass ich auch Zirkusdirektor werden wollen, von meiner persönlichen Mythologie, hatte er glaubhaft nicht. Zufall, klar. Aber warum fällt es einem zu? Oder wie sind die Zusammenhänge? Und die meisten Menschen kennen ja in ihrem Leben auch, dass Dinge plötzlich zusammenfallen, die also im statistischen Sinne irgendwie als Zufall sehr unwahrscheinlich sind. Gut, die moderne Physik entwickelt ja neue Weltbilder, die sagt, dass Zeit und Raum Konstrukte sind, die da sozusagen hinein konstruiert werden. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen, ich will auch nicht zu metaphysisch damit werden, aber es grenzt natürlich schon an dieses Transzendente. Und insofern ist es auch für sehr rational gesteuerte Menschen eine Möglichkeit, sich damit ein Stück ins Benehmen zu setzen. Man muss jetzt nicht Bilderfreak werden. Also der Jung hat ja immer gesagt, dass für die Seele und für die menschliche Entwicklung Fruchtbare ist das der Dialog an der Grenze. Nicht, dass man jetzt verfällt einer neuen Mode, ich mache jetzt nur noch innere Bilder und verkläre alles bis zum geht nicht mehr. Ja, und dann habe ich im Laufe der Jahre speziell eben diese Frage der sinnstiftenden Hintergrundbilder dafür verwendet, dass Menschen für sich prüfen können, welche Bilder trage ich in mir oder könnte ich noch weiterentwickeln und wie steht das zu meinen Berufslebenssituationen. Speziell dann, wenn diese Menschen in einer Sinnkrise waren, in einer Stimmigkeitskrise, die man dann mit einer üblichen Beratungsmethodik auch nicht hinreichend ergreifen kann. Also da geht es einmal um das Verstehen und Gestalten des Berufslebensweges und sinnvoller Berufssituationen. Das machen wir jetzt heute nicht, aber ich erzähle das ganz kurz. Ich habe zum Beispiel, der Markus will das glaube ich auf dem Kongress nochmal erzählen, ich habe in Brasilien spontane Übungen entwickelt auf einer Konferenz, wo ich dachte, die allererste Situation in deinem Leben, in dem sowas geschah, wie du es heute beruflich machst, wie war die eigentlich? Und das ist sehr erstaunlich, was für Vorläufer das hat.
Also ich hatte zum Beispiel, meine Mutter hat eine Schneiderei gehabt und ich saß, die hatte keine Zeit als Geschäftsfrau, aber ich saß immer bei der Büglerin. Und die Büglerin hat mir immer Geschichten erzählt. Und manchmal hat sie mich sogar um Rat gefragt, mich, den 8-jährigen Pimpf. Ich habe den Rat nicht gewusst, aber dass jemand mir zutraut, dass ich Rat geben könnte, glaube ich, hat einen Einfluss auf meinen Berufslebensweg gehabt. Aber die nächsten 40 Jahre habe ich daran nicht mehr gedacht. Ja, bügeln ist vielleicht noch ein anderer Teil der Metapher. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ja, und zunächst habe ich das verwendet, damit ein Mensch sich selbst zu seinem eigenen Berufslebensweg in Verbindung setzt. Also Mensch, Berufslebensweg. Dann haben wir diese Übung aber auch verwendet, Mensch und Organisation. Und ich erinnere mich, dass wir am Lehrtrainerkreis mal eine schöne diese Übung gemacht haben. Wo siehst du dich selbst? Bilder von früher, von heute, von Zukunft. Und wo siehst du eine Organisation, die dir wichtig ist? Von früher, von heute und Zukunft. Und da hast du 6 Bilder. Und da kannst du ganz schön drüber Dialog halten. Ich erinnere mich an den Volker Köninger. Dessen Bild war am beeindruckendsten, weil der saß in Zukunft, stand er breitbeinig vor einem Handelshaus, über dem Köninger KKG stand. Und der war sichtlich zufrieden. Und da war er noch einfach Freelancer als Einzelperson. Heute hat er, ich weiß nicht, 35 Mitarbeiter. Und er sitzt sogar mehr, als dass er breitbeinig steht. Und dieses Bild hat er jetzt also wirklich umgesetzt in Organisationskultur, kann man sagen. Und wenn ich ihn darauf anspreche, sagt er, ja, nichts anderes. Und es hat damals schon gestimmt. Aber er hat es vorher nicht gehabt. Es ist durch die geleitete Fantasie, hat es Form angenommen. Ja, und dann kommt natürlich noch, kann man diese Art von Befragung, manche von euch machen das wahrscheinlich schon auch, verwenden, um zu verstehen, welche Kräfte im Hintergrund einer Organisationskultur wirken. Also da, das hat oft natürlich auch mit den inneren Bildern der Gründerfiguren zu tun, auch mit den Bildern der Entstehungszeit eines Unternehmens. Und ich glaube, dass solche Dinge sich fortentwickeln über die Zeit und sich bewahren, oft auch auf eine schwierige Weise, nicht immer, weil viele Bilder repräsentieren eine Dynamik, die für eine lange Zeit sehr gut ist, aber dann sind Ergänzungen angesagt. Und wenn man dann damit nicht aktiv Dialog hält, kann man sein, dass man auch in eine Sackgasse läuft mit diesem untergründigen Mythos, der da im Hintergrund einer Organisation ist. Und dann kann man natürlich noch weiterdenken, wenn da noch ein Blending von verschiedenen Arten von Organisationen und so ist, dann kann es gleich wieder sehr kompliziert werden. Ich habe diese Arbeit angefangen als Studentenberater an der Universität Heidelberg vor 40 Jahren. Und ich hatte da öfter mal Studenten, die endlos studiert haben und nicht zu Potte kamen. Und ich hatte so ein paar Beratungsmethoden schon gelernt, aber ich hatte das Gefühl, das bringt mit denen nichts. Sie waren so ein bisschen wie Marionetten, denen die Fäden gekappt waren. Und ich habe gedacht, ich muss irgendwie wieder Anschluss finden an das, was den Menschen Sinn macht. Sonst können wir nicht überlegen, wie könnte das durch ein Studium in eine Lebens- und Arbeitswelt führen, die für sie auch attraktiv ist. Die konnten auch nicht mehr wollen. Auch wollen, wenn man nicht wollen kann, ist das ein ziemliches Leiden, muss man sagen. Und ich hatte gerade in Amerika geleitete Fantasien kennengelernt. Das war 1979 oder sowas. Und dann habe ich mir mal so ein paar von den Jungs geschnappt, habe 5 oder 6 versammelt und habe einfach mal probiert. Und die erste Frage, die mir eingefallen war, ist, was wolltest du werden, als du ein Junge warst? Jetzt haben 4 von den 6 gesagt, Lokomotivführer. Also es war damals noch so. Und da wusste ich jetzt nicht so richtig, ob das mir weiterhilft. Aber schon eine Frage weiter, nämlich, wie wäre dein Leben gewesen als Lokomotivführer? Der erste,
meine Maschine und ich. Keiner kennt sie so wie ich. Der zweite sagt, mein Heizer und ich, zwei Jungs immer auf Achse. Der dritte sagt, die vielen Menschen vertrauen sich mir an. Ich bringe euch sicher hin. Und der vierte sagt, Orient Express. Ich begrüße in Livree die illustren Gäste. Der war Romanistikstudent im 16. Semester. Und ich habe so gefragt, wie es mit dem Studium ist. Tote Hose. Aber es war ein Leuchten in seinen Augen. Ich habe einen super Nebenjob. Er war im Grand Hotel Portier. Und wie man über Romanistik dahin kommen kann, da gab es offenbar keine Idee. Das wäre jetzt die Aufgabe gewesen, falls dieses Studium überhaupt zum Abschluss gebracht werden sollte. Wie geht Romanistik und Livree zusammen und illustre Gäste? Kann man sich vorstellen. Wüsste man, welche Richtung man suchen könnte. Ja, und so fing das an, dass ich eben innere Bilder gesucht habe, die den Menschen eine Idee gegeben haben, in welche Richtung sie überhaupt suchen können. Dass es nicht in den Schablonen üblicher Facheinteilungen oder Berufserwartungen geschieht, sondern welche Art von Lebenssituation interessiert meine Seele und könnte die Anstrengung, die ich jetzt unternehmen müsste, könnte der Organisationsrahmen, in dem ich jetzt lernen und arbeiten kann, mir helfen, das zu inszenieren oder dorthin zu finden. Und dann kann dieses Wollen können wieder erwachen. Ich habe jetzt eine Quelle erstmal genannt von sinnstiftenden Bildern. Was wolltest du werden als Kind? Und da manche Menschen haben da viele Bilder in verschiedenen Lebensphasen. Dann kann man gucken, was hat sich da entwickelt, was kam dazu, welche Qualitäten. Es gibt auch welche, die haben gar keine Erinnerung. Da fängt sowas überhaupt erst in der Adoleszenz an, dass sie jemanden hatten, wo sie plötzlich gedacht haben, das könnte ich werden wollen. Also ich hatte Bilder als Kind, habe ich ja schon erzählt. Bei mir war es außerdem Zirkusdirektor der Moses. Das ist eine mythologische Figur, die mich in ganz verschiedenen Varianten seit Jahrzehnten begleitet. Und der Schiffskoch. Das erleben die in Wiesloch sind, bei mir selten. Aber ich koche von Kindheit an und wir haben ja so eine familiäre Mitarbeiterstruktur. Und früher habe ich dann oft auch selbst gekocht. Und ich habe es genossen, wenn dann die Mannschaft kam, gegessen hat und dann sind die alle wieder an ihre Arbeit gegangen und ich konnte die Küche aufräumen. Also es bleibt mir auch als Alterstätigkeit noch. Also, weil die Lehrtrainer und viele Gäste wohnen oft bei uns und dann bin ich doch viel beschäftigt mit Frühstück machen, Abendessen machen. Und so. Also der Schiffskoch kommt auf seine Kosten. Das Schöne ist auf dem Schiff, du kommst in der Welt rum, musst dich aber nicht ständig in neue Kontexte bewegen. Du bist immer in deiner dir vertrauten Kombüse. Und so mache ich das in Wiesloch auch. Ja, aber es gibt natürlich andere Bilder und die Seele wählt sich, denkt an dieses Netz, woher Bilder kommen, die irgendwie bei mir Resonanz erzeugen und die mir deswegen was über mich erzählen. Und ihr habt auch ein Blatt ausgeteilt gekriegt, wo ihr von einer Frau, Maria, aus all diesen Bilderquellen Informationen habt und dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie das bei der ist. Also Bilder aus deiner Familie, wer sonst noch? Oder Bilder aus dem Herkunftsmilieu, das kann der Schuster an der Ecke sein oder wer immer. Aber es beschränkt sich natürlich nicht nur auf Bilder von Menschen in Berufssituationen, deswegen gibt es auch Erzählungen aus Mythen, Texte, Filme, Lieder. Also eins der Bilder, das mir zum Beispiel immer in Erinnerung geblieben ist, war Goofy. Aus Mickey Mouse. Goofy ging morgens mit der Axt in den Wald, holte sich den dicksten Baum und hackte den ganzen Tag einen riesen Berg Schnitzel und ging abends mit einem Zahnstocher nach Hause. Ich weiß nicht, warum das bei mir hängen geblieben ist. Da gibt es natürlich auch Träume, Nachtträume oder Tagträume, geleitete Fantasien.
Ich mache jetzt ein kleines Beispiel, dass ihr ein Gefühl dafür kriegt für diese Art von Interview. Nachher mache ich eins. Da ist also ein Berater in einem Beratungsunternehmen, so mehr von der illustren, flotten, analytischen Sorte, macht es aber gut, ist auf hohen Ebenen unterwegs, hat aber immer wieder das Gefühl, er sei ein falscher 50er. Und insbesondere, wenn es um Präsentieren ging, hat er das Gefühl, das stimmt nicht für ihn. Und ich habe ihn dann checken lassen, Kollegenfeedback und so, und sagen, ja, eigentlich macht er es gut. Gibt keinen Grund, warum er sich sorgen müsste. Bei Präsentation hat man das Gefühl, da ist irgendwie die Bremse drin. Da kommt er nicht so richtig rüber. Und mit dem habe ich ein Interview gemacht, von dem ich jetzt nur einen Ausschnitt wähle. Was wollten Sie als Kind werden? Sagt er, Schäfer. Das habe ich mal im Kino gesehen. Und jetzt wiederholt sich jetzt rituell, weil dieses Interview auch wirklich recht rituell ist. Das darf auch so sein. Angenommen, Sie wären Schäfer geworden, Ihr Leben wäre verfilmt worden als Schäfer. Und dieser Film läuft in einem Filmkunststudio und es hängt ein Szenenfoto draußen im Kasten. Was ist da drauf? Und da muss man manchmal die Leute ein bisschen disziplinieren, dass sie einem keine Arien erzählen, sondern nur das Szenenfoto schildern. Und sein Szenenfoto war, da sitzt der Schäfer in der Abendsonne vor seinem Wagen, streichelt seinen Hund und schaut auf gerade geborene Schäfchen. Dann habe ich mir eine Figur ausgedacht, angenommen, ein Mann und eine Frau kommen auf ihrem Abendspaziergang an diesem Filmkunststudio vorbei, schauen in den Schaukasten, lassen dieses Bild auf sich wirken und dann hört man sagen, da sieht man mal das. Und seine Antwort ist, seine Ergänzung, ein besinnliches Leben glücklich macht. Und dann hätten wir ein erstes Bild mit auch einer gewissen Versprachlichung des Ausdrucks des Bildes, legen wir auf den Lichttisch. Und dann, keine Interpretation, nichts, gucken wir nach weiteren Bildern. Nächste Stufe ist meist, dass ich frage, und aus der Familie, Mensch im Beruf, da erkläre ich immer, dass Hausfrau und Mutter auch ein Beruf ist, damit da kein falscher Zungenschlag reinkommt, wer kommt dir in den Sinn? Und da ist natürlich immer ein bisschen zu gucken, drauf zu gucken, ob die Leute denen was einfällt und sie es wegtun, das sollte man merken, oder ob ihnen tatsächlich was einfällt, manchmal sind sie erstaunt, was ihnen einfällt. Also da braucht es ein bisschen Geschick, das mitzukriegen. Er sagt, der Vater fällt mir ein, der war Hufschmied. Ich sage, angenommen, sein Leben wäre verfilmt worden, wie sieht das Szenenfoto aus? Ich sage, ja, er ist mit einem Bauern im Gespräch vertieft, beide streicheln nebenbei das Pferd. Da muss man dann also ziemlich genau fragen, was genau ist auf dem Bild, wo steht die Kamera und so weiter. Weil die Leute nicht immer gewohnt sind, das wirklich in ein Standbild zu bringen. Und dann sage ich jetzt mal, ein Mann und Frau gehen da vorbei, rituell wiederholt sich, was hört man sagen? Da hat man noch wirklich miteinander geredet. Ja, und dann frage ich noch nach anderen aus der Familie. Ich sage immer auch, dass Sippschaft muss nicht unbedingt Blutsverwandtschaft sein. Und da merkt man so, es fällt ihm was ein. Er will es erst so nicht haben. Ich sage, ne, raus damit. Ja, der Großvater, mütterlicherseits. Der war aber ganz anders. Mein Vater und er, das ging nicht zusammen. Der Großvater war Auktionator auf einem Gemüsegroßmarkt. Also so wie die mit den Bananen. Und offenbar war das in der Familie als eine Peinlichkeit gesehen. Das war so eher Typ Lehrerfamilie. Lateinkriechisch vielleicht. Oder weiß nicht. Nee, der Vater war ja Hufschmied. Also das muss die Generation drüber gewesen sein. Und dann auch wieder angenommen, sein Leben wäre verfilmt worden, was wäre das Szenenfoto? Und dann sagt er, ja, der steht auf einer Kiste, wirft sich in Pose, alles versammelt sich um ihn und er gibt den großen Max. Und dann frage ich, ja, Mann und eine Frau gehen da vorbei, was hört man sagen? Schein gilt mehr als Sein. Und da trieft auch ein Stück Verachtung aus dem. Also man merkt, da ist die familiäre Ächtung dieser Kompetenz,
wenn auch in ihrer jetzt nicht besonders veredelten Form, die trieft auch jetzt durch die angeblich neutralen Beobachter. Ja, und wir haben dann noch weitere Bilder, und was man dann ziemlich gut merken kann, ist, dass er doch so eine romantische Körper-Natur-begegnungsbezogene Mythologie in seiner Bilderwelt in sich trägt, und dass in dieser Berufstätigkeit, die er heute hat, das manchmal ganz gut irgendwie da mit reingeht, aber manchmal auch das Gefühl hat, das passt nicht richtig zusammen. Und insbesondere bei Präsentationen hat er so das Gefühl, das ist es nicht. Ich habe auch mit ihm daran gearbeitet, dass er aber dazu ein Seelenbild hat. Das ist aber nur ein geächtetes. Also es gibt auch Bilder, die für Kompetenzen stehen, Erbschaften, die man nicht antritt aus irgendwelchen Gründen. In dem Fall habe ich dann nach dem Jungschen Prinzip, auch wenn es in einer Form ist, die nicht hoch geschätzt wird, ist es doch eine Kompetenz. Und man muss dem Schatten, Psychologie des Schattens, Jung, begegnen, dann entwickelt sich die Kompetenz auch auf ein höheres Niveau. Man muss es nicht auf dem Niveau leben, auf dem man nichts damit zu tun haben möchte. Aber man muss ihm begegnen, damit es sich auf ein anderes Niveau heben kann. Da kommt demnächst auch als in meiner Lesebuchreihe, die ich gerade aufsetze, ein Band raus. Und der Haifisch, der hat Zähne. Also Beispiele von Schattenbegegnungen, die ich aus Beratung bei unserem Institut gesammelt habe. Ja, das soll euch mal ein Gefühl dafür geben, einmal wie so ein Interview abläuft. Und zum anderen dafür, welche Art von Persönlichkeitsarbeit bezogen auf äußere Lebenswelten, auf Berufswelten man damit machen kann. Ich nenne euch gerade noch ein paar andere Beispiele, ohne jetzt den Interviewablauf zu sagen, nur dass man ein Gefühl dafür kriegt. Alles jetzt in kürzester Form. Bilderinterviews, die ich mal gemacht habe. Da ist ein Kundenbetreuer, der ist befördert worden, Leiter der Servicestation jetzt, und ist aber jetzt am Schreibtisch und in Besprechung. Und es stimmt was nicht. Wir haben die inneren Bilder angeguckt, und es ist relativ durchgehend Menschen mitten im prallen, etwas chaotischen Leben. Also der wurde sozusagen in ein Szenario hinein befördert, darüber hat natürlich niemand nachgedacht, dass das ein Verlust an Stimmigkeit und damit an Kompetenz werden könnte, zumindest an Wohlbefinden, das seiner Seele jetzt nicht richtig entspricht. Das heißt nicht automatisch jetzt zurück zu irgendwelchen romantischen Vorstellungen, sondern da muss man halt überlegen, kann man die Bilderwelt anreichern und entwickeln, damit es passt. Oder da war die Geschäftsführerin, die kam aus der frauendominierten Textilproduktion, hatte pfiffige Ideen. Man hat sie in das männerdominierte Textilmarketing befördert. Und da ist sie abgesackt. Ja, und sie zweifelte an ihrer Eignung für das Fach an sich. Versteht gar nicht, bisher war sie doch immer gut. Aber die inneren Bilder zeigen eben Frauengemeinschaften, sehr aufeinander bezogene Frauengemeinschaften. Und das findet sie in dem neuen Milieu, das sie durch diesen Tätigkeitswechsel gefunden hat, überhaupt nicht wieder. Und man muss jetzt überlegen, was tut man. Muss ja auch nicht immer im Beruf befriedigt sein. Aber da müssen wir überlegen, wie sieht es in den anderen Lebenswelten aus, damit da ein Portfolio zusammenkommt, die für so einen Menschen gut sind. Gut. Eine Frage. Ja? In so einem Fall auch der Schatten noch eine Rolle spielen? Dass es da halt irgendwo Männer-Team eher ablehnt dann? Kann, muss man gucken. Klar. Das ist nett, das war ein Professor, der bei uns mal Ausbildung gemacht hat, und mit dem habe ich ein Interview gemacht, das war ganz nett, der sagte, irgendwie ist es nicht mehr das, er war noch vor der Emeritierung, aber es hat ihm keinen Spaß mehr gemacht, und das Bilderinterview hat gezeigt, der hatte immer einen Kameraden. Lebenslang hat er immer einen zweiten, also so Pat und Patachon mäßig war der immer unterwegs. Und die ganzen Jahre als Professor
sein Kollege am Nachbarlehrstuhl, mit dem hatte er so ein Verhältnis und der ist jetzt emeritiert worden, jetzt hat er keinen mehr und er fand auch keinen mehr und in der nächsten Generation, das war es dann nicht mehr. Jetzt hat er den dadurch auch nicht gekriegt, aber er hat jetzt gewusst, welcher Faden ihm da gerissen ist. Und dann kann man überlegen, wie geht man damit um. Ja? Du kannst also neue Bilder finden, die auch zu den neuen Situationen dann für den Menschen besser passen, oder? Kann man auch, ja. Komme ich später noch drauf. Man kann versuchen herauszufinden, was wären Qualitäten, die gebraucht würden, wenn man auf dem Weg gehen will. Und wenn das im eigenen Bildervorrat nicht zu finden ist, kann man überlegen, wo gibt's das? Und kann dann ganz systematisch in Resonanz gehen zu solchen Bildern. Da gibt es dann manchmal auch innere Abwehr. Also da, wenn ihr, ich habe ja ein sehr ausführliches Coaching für einen Personalchef gemacht, nur über Träume. Und da ist ein Beispiel, dass der Vorbilder hatte. Die hatte er aber, weil er sich selbst als ein bisschen männlich-schwächlich erlebt hat, hat er die alle zu Ellenbogenmenschen gemacht und hat deren Kompetenzen aber nicht integriert, sondern sich in der Polarisierung gegen die abgesetzt. Du musst dich mit dem daran arbeiten, dass er die Polarisierung aufgibt und auf diese Weise die Erfahrung von der Kompetenz, die er brauchte, auch integrieren konnte. Es kann natürlich durchaus auch, sagen wir mal, Persönlichkeitsprobleme oder Familienbelastungen geben, die eine normale Bilderarbeit doch schwer machen. Das geht dann ins Psychotherapeutische rein. Das kann man jetzt natürlich nicht automatisch damit abdecken. Aber man kriegt ein Gefühl dafür. Und wenn man das Gefühl hat, da gibt es Hemmnisse, dass wir bei dem, was wir entwickeln könnten, irgendwie nicht vorwärts kommen, kann man so jemandem auch empfehlen, wenn man es nicht selbst kann, dann auch einfach unter psychotherapeutischen Gesichtspunkten sich das Ganze nochmal anzugucken. Aber dann verblendet man auch nicht die Kraft mit technokratischem Effizienzcoaching irgendwelcher Art. Dieses Bild habe ich mir mal ausgedacht, da geht es jetzt speziell nicht um mich und Berufslebensweg, sondern mich und Passung zu einer Organisation. Das machen wir jetzt heute nicht, aber dazu gibt es eine geleitete Fantasie, die hängt an den Charts dran. Ihr kriegt alle Charts. Ihr kriegt auch diese ganze Liste von zusätzlichen Quellen, die ich euch habe ausdrucken lassen, hängen auch an den Charts dran und dort als Links, dass ihr dann einfach nur draufklicken müsst, wenn euch was interessiert, dass ihr es euch angucken könnt. Ja, viele Menschen sind ja gerne damit beschäftigt, ob die Organisation, mit der sie arbeiten oder in der sie arbeiten, ob die ihnen Sinn macht und beschäftigen es aber oft nicht so gern damit, ob sie der Organisation Sinn machen. Und das muss natürlich eine beidseitige Angelegenheit sein. Und deswegen kann das sehr wohl sein, dass wenn man Passungsfragen klärt, dass dann verschiedene Beteiligten aus verschiedener Sicht mal übereinander solche Fantasiebilder haben. Wie erlebe ich dich wie früher, heute, wohin sehe ich dich gehen, wie erlebe ich unsere Organisation oder unsere Marktnotwendigkeiten, wie würde ich in ein Bild fassen, wie war das früher, da hat das vielleicht noch gut zusammengepasst, wie ist es heute, wohin entwickelt sich es, da sehe ich eher das Auseinandergehen, wie gehen wir damit um. Dann entsteht oft aber eine viel essentiellere Auseinandersetzung, worum es eigentlich geht in der Passung. Auch da zwei Beispiele. Ich habe einen älteren Geschäftsführer einer sanierungsbedürftigen Weltfirma längere Zeit gecoacht und es ist nicht gelungen, trotz aller Feedbacks und allem, den davon wegzubringen, dass er immer hilflos appelliert, aber eigentlich nicht wirklich Führung wahrnimmt. Und in dem Bilderinterview kamen wir jetzt in dem Fall aus diesem mythologischen Bereich auf den Seewolf. Die Seewolf-Erzählung, die erzählt davon, dass ein etwas herrischer Kapitän zunehmend erblindet ist und als die Mannschaft das merkt, wird er auf der See ausgesetzt und dem sicheren Tod preisgegeben. Und wenn ich so eine Mythologie sozusagen, so eine Vorstellung von Führung, wenn ich mal richtig führen würde, dann wäre ich so einer und dann würde mir das vielleicht drohen, wenn ich das im Hintergrund habe, dann gibt es aus seelischen Gründen, ist es schwierig,
Führungsentschlossenheit zu zeigen. Und die anderen merken halt, ob da eine seelische Entschlossenheit ist oder ob da einer nur tönt, aber innerlich Angst hat, ausgesetzt zu werden. Und dann muss man drüber reden, gerade wenn die Firma sanierungsbedürftig ist, ob er der Mensch mit der richtigen Mythologie in der richtigen Phase am richtigen Platz ist. Und das ist dann ja auch jenseits von Frage, kann ich das? Bin ich im Sinne von, bin ich professionell kompetent, sondern im Sinne von, stimmt das zusammen, die äußere Notwendigkeit und das, was von meiner Seele her geht, ohne dass ich mich ausbrenne dabei. So einer kann es ja vielleicht noch hinkriegen, aber er brennt sich aus dabei und weiß dann nicht warum. Weil das nicht von seinem Seelenstrom getragen wird, er muss immer rudern. Also wie die Möwe, da wenn kein Wind wäre, da kommt sie auch nicht weit. Und das ist ein sehr nettes Beispiel, da wurde ich angerufen, der Werksleiter, der würde zunehmend aus dem Ruder laufen. Also erstens wird es ihm nicht besonders gut gehen, das merkt man, aber er wird auch immer, sein Benehmen zu den Leuten wird immer schlechter. Was war passiert? Der war bisher Standortleiter und das hat wunderbar geklappt. Der war ein bisschen raubbeinig, aber es war prima. Und dann haben die umorganisiert. Er wurde vom Werksleiter zu einem Spartenleiter, aber mit europaweiter Zuständigkeit. War jetzt viel unterwegs und hat Menschen wenig gesehen. Und vom Können her hat das alles gepasst, aber es hat nicht zu seiner Seele gepasst. Also die inneren Bilder haben gezeigt, er ist ein Stammesmensch und nicht ein Weltreisender. Dann habe ich ihm auch gesagt, das können wir auch mit Coaching gar nicht lösen, das Problem. Also müssen wir eher gucken, wenn er das weiter so leben möchte, wo er dann einfach eine neue Position finden muss, in der die Stammesqualitäten wieder besser stimmen. Und habe dem Unternehmen gesagt, da kann ich mit Coaching nichts machen. Das ist Folge eurer Umstrukturierung. Also der Passungsverlust ist durch Umstrukturierung entstanden. Die haben aber nach einem halben Jahr gemerkt, dass das Blödsinn war, haben alles wieder zurückgemacht und seither sind auch alle wieder glücklich. Gut, dass wir da nicht unnötig dran rumgecoacht haben. Ja, das war diese geleitete Fantasie, die habe ich dann ja auch schon kurz beschrieben. Die findet ihr da im Anhang, wenn ihr das mal machen wollt. Es gibt auch auf unserem YouTube-Kanal und bei den Audios gibt es auch Anleitungen zu solchen Fantasien, die ich gemacht habe. Also da könnt ihr euch einfach bedienen. So, das wäre jetzt, genau, das sind diese anderen. Das wäre jetzt mal die erste Runde gewesen. Doch ein bisschen länger als eine halbe Stunde gedauert, wenn man erstmal ins Reden kommt. Im Moment einfach nachfragen, bevor wir dann eine Pause machen jetzt einfach. Und wie ist der Duktus so? Geht es für euch? Schön. Hat schon jemand in sich einen Impuls verspürt, mit mir nachher dieses Interview führen zu wollen? Die Dame ist die Schnellste. Gut. Hat sich sofort erinnert, dass sie zur Hälfte aus einem Spermatozoid besteht, das unter Millionen das Rennen gemacht hat. ja, können wir uns einfach, ist es recht, sonst wenn jetzt sich fünf melden, habe ich ein Problem. Also einfach first come, first serve. Alles klar. Dann machen wir jetzt eine Pause. Wie viel lang Pause? 20? 20 Minuten. Bis 10 nach halb. Ne? Okay, 10 nach halb 12 machen wir dann hier weiter mit diesem Interview. So, die Cynthia und ich, wir sind ein bisschen näher zusammengepfercht als wahrscheinlich unsere beiden spontaner Distanzregulation entsprechen würde, aber sonst würde einer von uns beiden runterfallen. Das wäre auch nicht so gut. Und ihr sollt ja uns beide gut sehen können. Gut. Kamera läuft. Ja, Cynthia war die Schnellste. Ich habe auch einen sehr schnellen Antreiber. Also. Ja, der ist manchmal nützlich. Ne? Eben. Irgendwas muss man ja von seinen Antreibern haben.
Cynthia hat mir gerade gesagt, dass sie am Master am Institut ist, also bei uns schon die Ausbildung seinerzeit gemacht hat, aber seit 6 Jahren nach Abschluss noch bei Mastertreffen nicht dabei warst, für 2 Kinder am Großziehen bist und was ich auch wichtig erfahren. Und jetzt seit 10 Wochen wieder. Seit 10 Wochen arbeite ich wieder, genau. Und im September habe ich noch mal ein Mädchen bekommen, aber seit 10 Wochen bin ich jetzt wieder im Büro. Und finde es halt ganz spannend, mit dem Abstand jetzt wieder einzusteigen. Das ist gerade eine ganz interessante Phase, wo ich merke, dass irgendwas passiert. Gut, ich werde euch jetzt versuchen, den Duktus dieses Bilderinterviews zu zeigen. Und was zu diesem Duktus gehört, ist, dass man holzschnittartig arbeitet. Also, dass die Menschen sind gewohnt, Erlebnisse sofort anzureichern, noch Beispiele zu erzählen, Bezüge herzustellen, eigene Erlebensweisen einem erzählen zu wollen. Und das nehme ich alles nicht zur Kenntnis. Sondern das sage ich auch demjenigen vorher, das ist was anderes. Also die Erlebniserforschung oder selbst die Zusammenhangsdeutungserforschung und so, als erstmal Material zu generieren. Dieses Bilderinterview ist einfach mal dazu da, um aus verschiedenen Quellen Bilder zueinander zu stellen und anzureichern, und damit die dann nachher auch vergleichbar sind, bin ich relativ streng in der Form. Das heißt, Standbilder aus Verfilmungen von Lebensvollzügen. Und das wird jetzt bei Cynthia vielleicht kein Thema sein, aber manchmal muss man da ein bisschen Dompteur spielen. Wenn man jemanden hat, der einen ganz anderen Erzählstil hat und muss dem das klar machen, dass es sonst kommt man niemals durch mit den ganzen Quellen. Wenn das dann noch jemand ist, der Bilderreichtum hat, dann will er einem zu 20 Bildern die ganzen Storys erzählt hat, da ist Abend. Also, und dann schafft man den Bogen nicht. Deswegen muss man da relativ thematisch vorgehen und trotzdem, wenn es geht, substanziell. So, Cynthia, also das heißt, es wird auch direktiv im Sinne von, ich leite an. Okay. Ja, wenn ihr von der Fanny, ich habe ja die Fanny der Inwisch gerade interviewt, meine ehemalige TA-Lehrerin in San Mateo bei San Francisco, findet ihr auf der Website, und die ist 99 und die musste ich richtig direktiv durchs Interview führen, weil die wollte immer noch lehren, was sie in den letzten 99 Jahren noch nicht alles gesagt hat. Und ich wollte aber mit ihr einfach biografische Spuren sichern. Und da musste ich richtig direktiv sein. Und nach einer Weile war sie wie ein Lämmchen und war froh, dass sie mal jemand an der Hand nimmt. Schauen wir mal. Okay, Cynthia. Zunächst als Einstieg möchte ich dich einfach bitten, aus deinem gegenwärtigen Berufsleben mal sich so innerlich ein bisschen rumgucken lassen, aus dem, was dir, was gegenwärtig ist, entscheidest du jetzt, ob das die letzte Woche ist oder die letzten 2 Jahre, das weißt du, aber dass du aus diesem Berufsleben 1-2 Bilder, Szenen nimmst, die bei dir Resonanz auslösen, wo du noch was mit am Kauen bist. Mhm. Das ist ein Bild, das war gerade vor 3 Wochen. Ja. Wenn ich mit einer kleinen Gruppe von Menschen in einem Raum bin und mit denen ein Thema bespreche. Mhm. Also im Workshop-Setting. Wir machen daraus jetzt eine Standbildaufnahme. Mhm. Also angenommen, wir hätten das verfügt. Ja. Und in dem Kino draußen in dem Schaukasten ist ein Standbild. Mhm. Was sehen wir auf dem Standbild? Da ist diese Gruppe von Menschen in dem Raum, sitzen auf Stühlen. Mhm. Tische, keine Tische. Es sind keine Tische da. Ja, also Stuhlkreis. Genau, der Raum ist auch hell, ist leider ein bisschen klinisch. Klinisch? Klinisch, so. Was ist das? Kahle Wände. Kahl. Mhm. Kahle Wände. Und
ich sitze mit den Leuten da und meine Aufgabe ist es... Halt. Ja? Was sehen wir auf dem Bild? Wo steht die Kamera? Die Kamera ist hinter mir. Die sieht mich noch von hinten. Also du wirst von hinten gezeigt? Genau. Und schaut auf die Leute, die in dem Kreis sitzen. Genau. Was sieht man noch? Man sieht eine Pinnwand, wo Sachen, die noch relativ leer ist. Da sind schon einige Sachen angepinnt, aber es ist relativ leer sonst noch. So, man hat das suggeriert, Work in Progress, eher ja. Vielleicht am Anfang. Ja, aber auch so ein bisschen, manchmal auch Stillstand. Wie sieht man das auf dem Foto? Es gibt einige Leute, die sind nach vorne gelehnt. Ja. Es gibt einige Leute, die sitzen da. So. Da hat man den Eindruck, die sind noch nicht eingebunden, noch nicht beteiligt oder Reserve? Die haben sich noch nicht eingebracht. Okay. Mhm. Was für eine Atmosphäre ist über der Szene? Auch gemischt, von engagiert bis, jetzt gucken wir mal, was passiert. Wir sind jetzt bei dem Filmkunststudio, da hängt das Ding draußen. Mhm. Film ist das derzeitige Berufsleben von Simone Cynthia. Blick. von Cynthia Blick. Das ist das Szenenfoto, ein Mann und eine Frau auf ihrem Abendspaziergang kommen da vorbei, sehen den Filmtitel, gucken sich das Bild an, lassen es auf sich wirken und während sie weitergehen, hört man sagen, das sieht man mal. Kann spannend werden, aber bin mir nicht sicher. Und wenn die nicht nur die Situation beurteilen, sondern das sozusagen als Beispiel für, wie es einem Berufsleben gehen kann, nehmen. Das ist ein Beispiel dafür, dass... Nochmal? Wenn die nicht einfach nur beschreiben, wie sie die Situation erleben, sondern wenn sie sozusagen resonieren, wie das ein Beispiel dafür ist, wie es einem im Berufsleben gehen kann. Würde man sagen, das sieht man mal das. Vielleicht sind Chancen da. Dass ungewiss ist. Dass was passieren kann, dass sich etwas gestalten lässt. Ob sich was gestalten lässt. Mhm. Okay. Wäre das eine Formulierung, die passt? Ja. Wir haben ein bisschen umformuliert jetzt, dass wir im Format bleiben. Mhm. Okay, dann nehmen wir dieses Bild. Entweder hängen es an die Wand oder auf dem Glastisch, auf dem Lichttisch, wie du magst, mit dem Spruch drunter. Gibt es ein zweites Bild, von dem du das Gefühl hast, das wäre auch noch gut, wenn wir das noch hätten? Oder können wir es bei dem einlassen? Ja. Okay. Mhm. So, das wäre jetzt der Gegenwartsbezug. Und jetzt fange ich an, sozusagen diese verschiedenen Quellen für Bilder von Menschen im Berufsleben, die wir vorher schon erwähnt haben, anzusprechen. Und die erste Frage an dich ist, als du jung warst, klein, jugendlich, Kind, wann immer, und gab es da einen Berufswunsch? Was wolltest du da werden? Wenn es mehrere sind, nimm das, was oben aufliegt. Wir können dann gucken, ob wir noch was weiter brauchen. Ich habe mal gesagt, dass ich Tierärztin werden wollte, aber es war nie ein Wunsch. Ich wollte immer auf dem Immenhof leben. Ja, also Tierärztin hast du gesagt. Mhm. Nehmen wir ruhig, wenn das Transportmittel ist, um eine Szene zu beschreiben, ist das sehr gut. Wie alt warst du denn da etwa? 12, 14. Mhm. Okay. Angenommen, Cynthia wäre Tierärztin geworden. Und hätte ihr Leben gelebt als Tierärztin. Das wäre verfilmt worden und läuft in dem jetzt schon bekannten Filmkunststudio heute. Und draußen hängt ein Szenenfoto. Das ist der Tierarzt, der im Auto sitzt. Der fährt durch die Gegend. Man sieht eine Landschaft. Natur mit Stall, also schon Häuser, wo auch Menschen wohnen. Mhm. Und also auf dem Hof ist das Auto draufgefahren, ich steige aus und... Die Tierärztin steigt aus. In welchem Alter ist sie etwa? Also wann in diesem Lebensverlauf ist das anzusiedeln, dieses Szenenfoto? So 30, 40. Mhm. So mittel noch. Ja.
noch die kräftigen jüngeren Lebensjahre. Genau. Ja, sie steigt aus. Es sind Leute mit auf dem Hof, Kinder. Also die Tierärztin steigt aus. Man sieht, dass da Menschen sind, die zum Hof gehören. Ja. Kinder, die auch dort hingehören. Ja, oder zu Besuch sind. Auf jeden Fall so eine familiäre Atmosphäre, ja. Genau. Was tun die? Ach, die Kinder spielen und die Menschen haben irgendwas zu tun. Also die einen fegen den Hof, die anderen. Es findet einfach das tägliche Leben da statt. Genau. Okay, und wie ist die Tierärztin, wenn die ist am Aussteigen, gibt es irgendeinen Bezug zur Szene oder zu den Menschen auf dem Bild? Ja, ein Mensch hat mich ja angerufen und der kommt dann auf mich zu. Also man sieht jemanden, der die Tierärztin empfängt. Mhm. Genau, der. Hat man ein Gefühl dafür, wie die Beziehung zwischen den beiden ist? Und überhaupt die Beziehungen, die man auf diesem Bild sieht? Also den Menschen kennt die Tierärztin schon länger. Mhm. Das ist ja so eine Art Stammkunde. Und immer wenn was ist, dann wird man auf den Hof gerufen. Also man kann eine gewisse Vertrautheit wahrnehmen, ja, genau. Wenn man das so sieht. Ja, absolut. Ja. Also ein gutes Verhältnis, man unterhält sich auch über private Themen. Okay. Ihr merkt jetzt, dass ich beständig die Perspektive übersetzen muss. Jetzt bin ich im Überlegen, ob ich sie irgendwann ein bisschen mahnen soll, dass ich selbst auch in die Außenperspektive gehe, weil sie erzählt einfach aus der Erlebensperspektive weiter. Aber ich mache es noch ein bisschen indirekt. Jetzt habe ich es aber auch verstanden. Ja. Okay. Was für eine Atmosphäre ist über dem Bild, über der Szene? Also geschäftig, entspannt. Mhm. Ja, und das ist so das tägliche Leben, wie man so gut vor sich hin lebt. Mhm. Und der Hof ist auch gut in Schuss? Man mag das der? Oder ist das kein Thema auf dem Bild? Also es ist soweit aufgeräumt. Okay. Genau. Das wäre also das Szenenbild. So sind ja die Tierärztin, ein Leben als Tierärztin. Ein Mann und eine Frau auf ihrem Abendspaziergang kommen da vorbei, lesen diesen Titel von dem Film. Sehen das Bild und sinnieren so ein bisschen drüber. Und im Weitergehen hört man sagen, das sieht man mal, das ist ein Beispiel dafür, dass... Ach, wie man sein Leben leben kann. Aber da fehlt noch was. Wie man sein Leben leben kann. Ja, ja, du sagst es mit einer Bewegung, auch vorher hast du ja gleich mal Tränen in die Augen gekriegt. Hat das damit zu tun? Und schon, ja. Ja, wie? Es ist irgendwo entspannt und es ist ein Helfen, aber ein gemeinsames Helfen. Mhm. Also so diese jeder. Verbundenheit, dass man zusammenarbeitet, zusammenhält, das ist das, was sich auch rührt. Ja. Mhm. Wir nehmen das Bild und die Unterschrift als zweites. Für unsere Galerie. Wir checken mal, ob es noch ein zweites Bild von dem Berufswünschen braucht. Gab es irgendwann, vielleicht auch zu einer anderen Zeit, mal einen anderen Berufswunsch, den du hattest? Der kam später. Also, oder das ist auch so ein vages Bild ist es aber gewesen, wo ich immer gedacht habe, ich hätte gern ein kleines Familienunternehmen, was ich gerne leiten will. Also Unternehmerin? Ja. Unternehmen. Ist das die richtige Bezeichnung? Ja. Sind ja die Unternehmerin. Ja. Okay. Machen wir das noch? Wir könnten mal, vielleicht geht es am schnellen Durchgang, müssen wir ja nicht alles ausführlich machen. Es sei denn, wir stoßen auf was, wo wir das Gefühl haben, naja, da kommt noch was dazu. Also Cynthia, die Unternehmerin, hat ihr Leben verfilmt, das ganze Leben. Läuft in dem Filmkunststudio. Cynthia, die Unternehmerin, vielleicht Familienunternehmerin, hast du schon spezifiziert, aber das sehen wir ja dann. Und draußen hängt ein Szenenfoto. Und wir gucken auf das Szenenfoto. Was sehen wir? Man sieht ein Haus im Hof, wo auch Leute rumlaufen. Ja. Daneben ist noch eine Werkstatt oder eine Produktion oder auch ein Geschäft,
wo Sachen hergestellt und verkauft werden. Mhm. Genau. Und das Wohnhaus ist mit integriert auf diesem Hof, mhm, also auf diesem Gelände. Sieht man auch Menschen? Ja, Menschen sind auch die da durch die Gegend. Wie, wie sind die da auf dem Bild? Die laufen in die Werkstatt rein, also, oder ins Geschäft rein. Das sind die Mitarbeiter? Ja, oder auch Kunden. Das ist einfach auch Bewegung. Ah ja, und ist Cynthia auf dem Bild? Ich stehe eigentlich in dem Moment an der Seite und trinke einen Kaffee. Cynthia steht an der Seite und trinkt einen Kaffee? Okay. Und wie ist sie bezogen auf die Szenerie? Ach, die war die ganze Zeit mittendrin und jetzt setze ich einfach mal an die Seite und macht mal kurz Pause. Okay. Mhm. Ein Mann und eine Frau auf ihrem Abendspaziergang sind ja die Unternehmerin. Das ist das Szenenfoto. Und im Weitergehen hört man sagen, ach, das sieht man mal wie im Berufsleben. Ja, was man alles schaffen kann. Was man alles schaffen kann. Also das ist so, die nehmen Bezug zu diesem auch zufrieden, sich mal einen Moment rausziehen können. Die genau sehen, es läuft. Mhm. Okay. Auch das wirklich? Mhm. Machst es, man macht nicht viel mit, aber nur sagen, was dich rührt. Ich glaube, das Entspannte. Und das trotzdem, was da ist. Mhm. Mhm. Also, dass trotzdem was geschaffen wurde. Ja. Also, das ist Rührung, mhm, dass es möglich geworden ist, dass, mhm, so was geschaffen werden kann. Ja. Mhm. Hat jemand mal ein Taschentuch? Habe ich vergessen. Ui, danke schön. Heute Abend muss es dann wieder beginnen. Morgen. Ja, das nehmen wir als Bild 3. Ja, können wir dann die Quelle wechseln, die Sphäre? Oder ist da aus der, würdest du sagen, von eigenen Wünschen gibt es da noch was? Das passt. Das passt. Mhm. Das können wir bei den beiden. Was ist immer so ein Balanceakt, ne, dass man auch nicht, einfach nicht so viel kriegt. Die Ähnlichkeit zwischen den beiden Bildern ist ja hoch und trotzdem gibt es eine andere Perspektive nochmal. Also war auch gut, das ist nicht nur eine Wiederholung gewesen. So, dann würde ich vorschlagen, dann gehen wir jetzt in die andere Quelle, ist Familie. Mhm. Also und zwar alle, die so bei euch dazugehört haben. Das ist jetzt, kann sogar Menschen sein, die man nur aus Erzählung kennt. Mhm. Müssen also nicht nur leibhaftig aufgetretene sein. Manchmal gibt es ja dann auch in Amerika und so Sachen, die auch durchaus seelischen Bild abgeben. Mhm. Und unsere Fokussierung ist ja am Menschen im Beruf. Ja. Irgendjemand aus deiner Familie, der da für dich oben aufliegt? Das ist mein Vater. Dein Vater? Als selbstständiger Handelsvertreter. Selbstständiger Handelsvertreter. Mhm. Wie heißt dein Vater mit Vornamen? Jürgen. Jürgen, der ist Handelsvertreter. Ja. Selbstständig ist wichtig, scheint, ne? Selbstständig Handelsvertreter. Man muss korrekt sein. So hat er sich bezeichnet, ihm war es wichtig. Ja, man muss korrekt sein mit Titeln. Genau. Okay, Jürgen, der selbstständige Handelsvertreter. Sein Leben wäre gelebt. Lebt er noch? Nein. Er lebt nicht mehr. Sein Leben ist gelebt, wurde von einem Team verfilmt, das Leben von Jürgen, dem selbstständigen Handelsvertreter. Und dieser Film läuft dort in diesem Filmkunststudio und es hängt ein Szenenfoto drauf. Was ist da drauf? Was sehen wir? Eine Autowerkstatt. Mhm. Davor steht ein Auto. Da steigt der Jürgen gerade aus. Mhm. Und geht, oder ist so schon ausgestiegen und geht auf die Werkstatt zu, wo seine Kunden sind. Das ist eine Werkstatt eines Kunden? Mhm, ja. Genau. Taschentuch ist ja noch. Habe ich noch, danke. Okay. Ja? Ja. Noch? Genau. Gibt es andere Menschen noch? Wie sind die Beziehungen? Wie ist die Topografie? Ja.
Er geht rein, also das sind Leute, er weiß, wie die Leute da drinnen ticken, wie es ihnen geht, wie sie drauf sind. Das können wir schlecht auf dem Bild sehen. Ja, das stimmt. Aber man hat das Gefühl, also man eine Selbstverständlichkeit in dem, genau, wie er also sich er bewegt, weiß, wohin ja. er ist, kann man genau. An seinem gefrorenen Gangbild erkennen. Kann man ja. Ja, genau. Also der ist da zu Hause. Genau. Okay. Danke. Was, wie alt ist er? Anfang 50. Anfang 50. Mhm. Wie alt bist du denn jetzt übrigens? Anfang 40. Also wäre so jetzt, wenn man altersmäßig dann 10 Jahre voraus. Mhm. Anfang 50. Was für eine Atmosphäre ist über dem Bild? Auf der einen Seite Spaß und Freude. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch ja schon ein gewisser Druck. Mhm. Genau. Also Geld, das, also man, das Gefühl, man muss jetzt auch Geld verdienen. Und man muss jetzt auch jemand durchschlagen. Genau. Ein Mann und eine Frau auf ihrem Abendspaziergang. Jürgen, der selbstständige Handelsvertreter, sehen das Bild. Und im Weitergehen hört man sagen, das ist ein Beispiel dafür, wie im Berufsleben jemand sich engagiert und jemand hart arbeitet. Und jemand auch hart arbeitet. Weiß ich jetzt nicht, ist es Rührung oder hat es auch eine schmerzliche Komponente da mit drin? Hat auch ein bisschen Schmerz. Hat er ein bisschen Schmerz. Mhm. In Klammern, hat der Vater dieses harte Arbeiten müssen als schmerzlich erlebt? Oder hat es jemand als schmerzlich erlebt? Er schon, ja. Er schon. Mhm. Also eher Druck als Schmerz. Mhm. Aber okay. Gut, das ist unser viertes Bild. Mhm. Wenn du nochmal so in deine Familie, Sippschaft, Eltern, Großeltern, väterlicher, mütterlicherseits, Onkels, Tanten, was es alles gibt, gibt es da irgendjemand, der da noch aufpoppt? Ja, das ist mein Onkel. Gerhard. Bruder von wem? Bruder von meinem Vater. Vom Vater. Mhm. Genau. Gerhard. Mhm. Gerhard. Was ist der von Beruf gewesen? Der hat eine Eisenwaren-Großhandlung gehabt. Mhm. Und war eben, also hat die. Das war sein Geschäft, er hat es geleitet, mhm, oder leitet es heute fast immer noch. Ja. Und ja, da gibt es, das ist ein großen Lagerraum, den er hat, mit Büro nebenan. Das ist auch das Bild, was, ja, das Szenenbild. Also können wir uns sozusagen den Weg über Leben gelebt, ja, und gehen wir direkt das zum Szenenbild. Das ist das Szenenbild, genau. Okay, dann sag mir, was ist da drauf? Das ist das Szenenbild. Das ist ein großes Lager mit einem Büro. Mhm. Es ist ein ganz kleines Unternehmen, da, mhm, sitzen 5 Leute mit Familie, mit seinen Töchtern. Mhm. Und ja, die sitzen da in dem Büro zusammen? Oder was? Ja, jeder hat so sein Büro. Man kann so über den Gang gehen und sieht halt so die kleinen Büros. Kann, okay, man so leicht reinschauen. Okay, ja. Mhm. Genau. Da kann, ja. Es ist nicht neu, sondern es ist, sag mal, relativ spartanisch, mhm, aber so, dass man sich gerade noch so drin wohlfühlen kann. Mhm. Ja. Wenn man mit identifiziert ist, geht's. Ja, genau. Mhm. Und Wolfgang wieder? Gerhard. Gerhard. Vergiss was. Kein Problem. Gerhard ist auf dem Bild irgendwo? Der sitzt ganz hinten, also man sieht ihn eigentlich gar nicht so, mhm, richtig. Sondern man sieht immer nur so einen Schatten in dem Bild. Mhm. Mhm. Was für einen Eindruck erweckt das als auch für einen Betrachter? Also ich muss mal laut rufen, dass sie alle rauskommen. Ah, okay, also der ist so. Dann kommen die auch, aber. Ja. Sind jetzt gerade alle weg. Es, okay, ist kein Mensch zu sehen, sondern nur dieses. Sieht eigentlich die Örtlichkeit. Nur die Örtlichkeit. Und ein Zeichen der Anwesenheit. Ja.
Weiß man was über das Alter von Gerhard auf dem Bild? Schwierig beim Schatten, aber so ist das ja. Ja, ein bisschen älter als der Jürgen auf dem Bild vorher. Also so gut Mitte Anfang, 50. Mitte 50 schon, okay. Ein Mann und eine Frau. Gerhard, der Eisenbahnhandelseigner, wie man das benennen soll. Leben verfilmen, das sieht man mal, wenn man das Bild jetzt so sieht, als Beispiel für sein Berufsleben. Das sieht man mal. Was sieht man? Da scheint sich jemand zu verstecken. Das erschließt sich mir noch nicht. Das sieht man mal, dass unter bestimmten Umständen jemand was tun kann. Oder kannst du es noch ein bisschen formulieren? Ist eigentlich. Ja, also da scheint jemand von hinten zu agieren, also aus dem Versteckten zu agieren. Mhm. Also zum Beispiel im Berufsleben, wie jemand auch aus dem Hintergrund oder aus dem Versteckten, das Wort ist sehr wichtig, agieren heißt gut wirtschaften, heißt agieren, hat ja manchmal auch einen negativen. Es ist eher in Richtung Arbeiten. Eher in Richtung Arbeiten. Richtung Arbeiten, genau. Dass man auch aus dem Hintergrund die Fäden ziehen und den Betrieb am Laufen halten kann. Mhm. Mhm. Aber Kaffeetasse sieht man da nicht. Nein. Okay. Nee, sieht man nicht. Also weder essen noch trinken. Gut. Nehmen wir das als nächstes Bild. Ja. Brauchen wir noch jemanden aus der Familie oder können wir zur nächsten Quelle gehen? Das war. Okay. Jetzt Milieu, so deine Umgebung. Stadt, Dorf, Gesellschaftsschicht, wo immer du groß geworden bist, erlebt man ja auch Menschen im Beruf, die nicht zur Familie gehören. Gibt es da irgendjemand, der eine Szene, ein Mensch, der dir einfällt? Die Familie war da wirklich prägend. Also da Milieu gibt es dir erstmal, kommt kein Bild dazu. Nein. Okay. Und du lieferst auch gleich einen Grund dazu in der Familie. Und in dir gab es so viele Bilder, dass da im Moment kein weiteres da ist. Da war auch ein enger Kontakt, enger Zusammenhalt und das war schon so ein. Da war schon so eine schöne Glocke drüber. Mhm. Okay. Kannst jetzt in Klammern, in welchem Milieu bist du groß geworden? Neu gebautes Haus, so klassisch, Vater hat sich hochgearbeitet. Also eine Neubausiedlung in einem Städtchen? In so einem kleinen Städtchen am Rand mit einem schönen Einfamilienhaus, so Mittelstand, würde ich sagen. Okay. Dann können wir auch die Zeit uns sparen, dass wir da im Milieu jetzt nicht weiter gucken. Kann immer sein, dass sich so im Lauf dieser Suche dann auch Bilder sich verändern oder auch nochmal eins dazukommt oder eins auch an Bedeutung verliert und ersetzt wird durch ein anderes. Das darf ruhig ein beweglicher, lebendiger Prozess bleiben. Vielleicht doch nochmal die Frage, irgendwie sage ich, dass ich nicht ganz so leicht loslassen kann. Ich fokussiere nochmal auf Schule, Kindergarten, Tanzstunde, Vereine, Hobbys. Sagen wir mal so, ich kann nicht ganz loslassen, dass es nur die Familie gegeben haben soll und dass dich sonst niemand beeindruckt hat. Also es ist keine Person, sondern zwischendurch, ich bin mal ein Jahr nur geritten und hätte durchaus die Laufbahn einschlagen können, dass ich beruflich reite. Mhm. Aber es ist jetzt keine Person, sondern das hat sich so ergeben. Und gab es da jemanden, bist du da jemandem begegnet, der beruflich geritten ist? Ja, mit ganz vielen, aber mit vielen Professionellen habe ich dann zu tun gehabt. Mhm. Also daraus ergibt sich schon ein Bild, aber es ist keine Person. Okay, ja gut, das muss auch jetzt nicht auf ein Individuum verdichtet sein. Aber wenn es ein Bild gibt, könnte das interessant sein. Ja. Können wir uns das angucken, das Bild? Ja, da
das ist ein Reitturnier. Mhm. Und ich sitze auf dem Pferd und springe über einen Sprung. Also man sieht es in der Reithalle oder? Draußen im Freien. Draußen Freigelände. Ja. Ein Sandplatz. Hindernisse aufgebaut. Genau. Und da ist Cynthia die Reiterin? Ja, ich reite da. Ja. Und die Kamera ist relativ weit weg. Ja. Also so, dass man mich noch erkennen oder dass man Cynthia noch gut erkennen kann. Ja. Dass man aber auch das Drumherum sieht, was da so los ist. Da stehen ja mehrere Transporter nebenan. Mhm. Da sind andere Pferde, die auch geritten werden. Mhm. Mhm. Also ist jetzt nicht direkt der Durchlauf im Turnier, wenn ich das recht sehe, das Bild. Das ist deshalb von relativ weiter weg, das sieht man dann so auf dem. Also das ist aber aktuell der... Ein Turnier. Der Turnier. Ich bin gerade auf dem Vorbereitungsplatz. Vorbereitungsplatz, das mhm. meinte ich. Das genau. Da eher auf dem Vorbereitungsplatz. Okay. Okay. Ihr habt ihn auch gelogen. Ja? Okay. Lass uns das probieren. Mann und Frau gucken sich das an. Cynthia, die Berufsreiterin. Das sieht man mal. Das ist ein Beispiel, wie im Berufsleben Passion und Talent genutzt werden. Passion und Talent genutzt werden. Würde ich auch? Ja. Was würde ich daran? Dass es Spaß macht. Mhm. Also Spaß ist dabei. Aber was mich jetzt gerade rührt, ist, dass ich mehr davon in meinem Leben gern gehabt hätte. Mhm. Ja. Und dieses Bild hat ja schon strukturell einige Unterschiede zu anderen Bildern. Mhm. Jetzt, ich darf dich noch einmal einen kleinen Metakommentar machen. Jetzt bin ich ganz froh, dass ich darauf bestanden habe, dass wir noch nach was gucken, weil jetzt haben wir etwas, was sozusagen auch vielleicht aus der Bildergewohnheit der Familie, aus der Zugehörigkeitsgewohnheit und so, daneben liegt und nochmal eine eigene Aussage hat. Wir legen das aber einfach daneben. Mhm. Ist es schlimm, wenn ich mich an die Titel nicht mehr erinnern kann? Nein. Gut. Ja. Erstens hast du das Band. Ich werde auch das eine oder andere vergessen, das ist nicht wichtig. Gut. Nein, du musst jetzt nicht in Stress gehen. Oh, was hatten wir nochmal? Aber das ist mit der Grund, weshalb ich das immer auch in der sonstigen Beratung immer mit auf Band nehme. Oder, also manche schreiben sich so einfach ein bisschen mit, ich mache das nicht, mich würde das so sehr stören. Sondern lebt dann mit dem, was mir noch einfällt. Aber das muss man dann so ein bisschen gucken. Wenn beide dann so das nicht gut halten können, kann auch manchmal eine Behinderung sein. Aber da gibt es ganz verschiedene Stilarten. Ich würde jetzt gerne noch mal in eine andere Quelle von Bildern gehen, nämlich Literatur. Wie ich heute Morgen schon sagte, das fängt bei mir bei Mickey Mouse an. Kann bei Shakespeare ändern oder beim Kirchenlied oder bei Bob Dylan oder was auch immer. Wir hatten es ja auch in dem Beispiel von dem Seewolf. Das war so ein, wo wir eigentlich ein entscheidendes Hinweis gekriegt haben aus dem Bild, das sozusagen jemand adoptiert hatte aus der Welt des Feuilletons. Gibt es damals bei dir Figuren, Geschichten, die dich gerührt haben, die da jetzt dazu einfallen? In der Kindheit oder jetzt? Egal. Das lasse ich ganz diesmal intuitiven Wahl, was da falls into place. Ich hatte vorhin den Immenhof gesagt. Das hat tatsächlich auch. Immenhof, ja. Eine Relevanz. Ich kenne nur Wiesenhofhähnchen. Wer kennt ihn nicht? Entschuldigung, das ist natürlich also eine späte Disqualifikation als Berater. Aber ich weiß gar nicht, wann die, also die glaube ich in den 80ern, das ist eine Fernsehserie. Das, ja, das,
Ja, das Gute daran ist, dass ich dann auch nicht voreingenommen bin. und sag mir doch ein bisschen, wovon erzählt Immenhof und welche Figuren waren es? Immenhof ist ein Ponyhof. Ja. Genau. Mit den, ich weiß gar nicht mehr, wie die Zwillinge hießen. Die waren da und in den Ferien, also da sind dann Kinder in die Ferien auf den Ponyhof gekommen. Mhm. Und die Zwillinge, das waren so mit zwei Hauptfiguren, die waren dort aber auf dem Hof und haben dort auf dem Hof gelebt. Die haben dort gelebt. Mhm. Die haben dort gelebt. Mhm. Und was ist deren Geschichte? Also was würdest du sagen, außer dass ich meine, Leben ist auch eine lebensfüllende Tätigkeit. Ich kann mir aber... Also die, ich weiß, gab es die Eltern oder die Großeltern waren, das weiß ich gar nicht mehr, aber die haben den Ponyhof geführt und das war eben deren Lebensunterhalt. Ah ja, die waren auch die Unternehmerinnen dieses Hofes. Sozusagen, Hof. Genau. Das wusste ich jetzt ja nicht. Ich dachte, ja, genau. Ja. Die haben dann... Die haben den betrieben. Als Familie haben die den betrieben und davon gelebt. Ah, okay. Und die Mädels, wenn die in deinem inneren Bild, wie alt sind die jetzt gerade so? Die wachsen ja mit, zwischen 12 bis Anfang 20, glaube ich, irgendwie so. Okay. So wie ich es noch in Erinnerung habe. Und wie kommt es in der Geschichte, dass die in so jungen Jahren so tragende Rollen hatten? Die hatten da die Hauptfiguren, aber die haben eben auch das tägliche Leben gestaltet, sozusagen. Ah, okay. Genau, also die waren da schon mit integriert und haben da ja auch, sag mal, ihr Hobby dort zum Leben gebracht und damit Geld verdient. Ah, okay, da sind wir jetzt bei der Passion wieder. Genau. Ah, schön. Machen wir ein Szenenfoto daraus? Mhm. Dass es ins Format passt? Mhm. Es ist ein ganz tolles Bild, also da. Ponys, ganz viele Ponys, ja. Ganz viele Kinder, ja. Die auf den Ponys sitzen oder auch nebenher laufen und die sind gerade auf dem Weg zum See. Da sind so Bäume, es ist grün, Frühling. Also es ist eigentlich eine große Unbefangenheit. Genau. Und die beiden Mädels sind da auf dem Bild drauf? Ja, die sind da mit dabei. Wie sind die da drauf? Auf den Ponys und die reiten da voran und die anderen hinterher. Okay, also sie sind da auch wirklich die maßgebenden Figuren, aber auch ganz auf der lustvollen, unbefangenen Seite. Genau. Ein Mann und eine Frau kommen an dem Filmkunststudio, in dem jetzt Immenhof Revival war, vorbei, sehen dieses Szenenfoto. Gab es tatsächlich. Okay. Und sahen dieses Szenenfoto, sehen dieses Szenenfoto und sagen, ach, das sieht man mal, das im Berufsleben oder so ein Berufsleben. Ja, das ist schwer. Dass man Glück haben kann, dass sich das so verbinden lässt. Mhm. Also das, was einem Spaß macht, mit Geld verdienen. Okay. Das ist jetzt die noch freudvollere Variante, ne, von Passion. Also das... Ja, okay, wir nehmen das Bild und die Unterschrift. Mhm. Jetzt haben wir ja schon eine ganze Reihe von Bildern. Sonst aus der Literatur, Film, irgendwas noch, wo du das Gefühl hast, ja, das ist anders, aber hat auch noch, da ist auch noch Resonanz in mir. Muss nicht. Mhm. Wenn du sagst, ich überlege gerade. Poppt nichts auf, ist auch gut, kann später kommen noch. Mhm. Dann probiere ich nochmal die letzte Quelle, nämlich Tag Fantasien, die man sich so macht beim Autofahren und so. Jeder. Viele Menschen haben ja viele Tagfantasien, oft ist ihnen gar nicht das klar. Oder Nachtträume. Gibt es da irgendeinen Traum, ein Bild, eine Fantasie, die dir jetzt da einfällt, die vielleicht da irgendwie sinnvoll dazugehören könnte, auch wenn es sich nicht gleich erschließt? Als Berufsbild? Na, das lösen wir jetzt von Berufsbild. Das, okay. Das fasst. Die letzten beiden Kategorien lassen sich nicht so gut jetzt da fassen. Also.
Ich kann es gar nicht mehr auf das beziehen, was du eben gerade gesagt hast, aber das Bild, was mir immer wieder kommt, ist, dass eine Gruppe von Menschen zusammenarbeitet und sich da unterhält und es entsteht etwas. Mhm. Also man sieht auf dem Bild eine angeregte Diskussion. Mhm. Um einen Tisch herum. Mann und Frau sehen sich das Bild an. Welcher Kommentar? Da entsteht gerade was. Die machen gerade was Tolles. Legen wir auch dazu. Ja, ich hätte so das Gefühl, jetzt haben wir mal eine Sammlung. Oder hast du das Gefühl, da gibt es irgendein Bild, das noch dazu will, das wir noch nicht hatten, das vielleicht auch nicht durch meine Kategorie nicht gerufen wurde? Ich glaube, das letzte Bild war nochmal wichtig. Das war nochmal wichtig. Vor allem mit dem Tisch, der jetzt in der Mitte steht. Mhm. Eckig herunter? Am liebsten eigentlich oval. Weil man da nicht so weit voneinander weg ist. Mhm. Zumindest. Ja. Nicht alle. Okay. Was beim Runden ja oft der Fall ist. So, dann würde ich das Abfragen der Bilder, das Sammeln der Bilder jetzt erstmal abschließen. Mhm. Wie hast du in etwa noch die Serie? Oder ja. Also wenn du so ein bisschen so drauf guckst. Wie ist deine Resonanz jetzt auf die Sammlung von Bildern und auch auf das, was so im Gespräch kam? Also musst du jetzt nicht zu irgendeiner Schlussfolgerung kommen, einfach nur, was beginnt dich zu beschäftigen oder was hat Resonanz in dir ausgelöst? Also wenn ich die Bilder durchgehe, ist es, ich glaube, dieses das Gemeinschaftliche, das Zusammengehörende, sowohl auf dem ersten Bild, das war ja die Tierärztin, die auf den Hof kommt. Mhm. Dieses Verbundensein, Vertrautheit. Mhm. Und wenn ich das auch mit dem letzten Bild, mit dem Küchentisch oder mit dem Tisch vergleiche, wo man gemeinsam etwas schafft, wo man offen kommuniziert, wo Vertrauen da ist und wo alle etwas bewegen möchten, auch wenn es durchaus mal kontrovers sein kann. Also jeder unterschiedliche Meinungen haben kann. Mhm. Gibt es ein oder mehrere Bilder, die so... Also es ist ja ein relativ einheitlicher Fluss deiner Bilder. Mhm. Ist ja nicht immer so. Von den Menschen hat man sehr verschieden, sehr widerstrebende Bilder. Bei dir ist es relativ zueinander gefügter Fluss, würde ich mal so sagen. Aber es passen nicht alle gleich rein. Gibt es denn Bilder, wo du das Gefühl hast, ja, das liegt ein bisschen neben dem Hauptfluss oder da ist ein Element, das gibt mir zu denken. Also ich habe ja zweimal Bilder mit Pferden erwähnt, aber es geht mir gar nicht um die Pferde als solches. Ja, sondern? Um das Talent, also um das sich reinfühlen in Situationen, das ist bei beiden eigentlich für mich das Essenz, das, was wichtig ist, das Reinfühlen in die Situation und das Wissen und die Expertise zu haben, im richtigen Moment das Richtige zu tun. Mhm. Das ist, was ich mit Reiten verbinde. Mhm. Also ums Pferd kümmere ich mich natürlich auch. Ja, klar. Aber da scheint eine Qualität auf, die dich auch gerührt hat, ja, die in den anderen Bildern nicht so auch dabei ist, aber nicht so im Vordergrund steht. Richtig, genau. Irgendwas sonst, was dir auffällt, wo du jetzt sagen würdest, das beschäftigt mich? Muss nicht, ne? Nur wenn es jetzt was gibt, wo du... Ich glaube, es ist wirklich diese Qualität und das Herausspüren, was ist das Richtige und dann auch das Richtige zu tun. Mhm. Gut. Dann würde ich vorschlagen, vom Setting, dass wir beide jetzt für einen Moment unterbrechen und dass ihr in Dreiergruppen einfach jetzt mal austauscht,
was euch beschäftigt, wie ihr auf das guckt, was bisher an einerseits an Bildern entstanden ist, an was ihr miterlebt habt und welche Resonanz es in euch ausgelöst hat. Welche Bild. Einfach, dass ihr aktiv, jetzt nicht nur das entgegennimmt, sondern aktiv auch ein bisschen was mitmacht. Und dann würde ich sagen, 10 Minuten und dann kommen wir zusammen, machen eine Nachbesprechung. Gut, also sucht euch 2 andere, möglichst solche, die ihr nicht kennt, und seid in 10 Minuten wieder da. Ich hole jetzt nicht ab, was ihr besprochen habt, sondern ich zeige euch jetzt eher, wie ich das Gespräch beende. Und dann können wir aber nachher noch ein bisschen reden. Ja, weil das ist so ein Punkt, das muss man Beratern immer noch mal extra beibringen, dass die jetzt nicht versuchen, eine Deutung hinzukriegen und eine Lösung für irgendwas zu finden, sondern dass sie mit dem Klienten wirklich vereinbaren, diese Suche offen zu lassen. Und das würde ich jetzt, also wenn wir es nicht weiß, dann würde ich sagen, okay, ich habe jetzt mal erste Eindrücke, was dir auffällt, was dir einfällt, wo du Resonanz gibt, abgefragt, was hast denn du für ein Gefühl für unser Gespräch und für die Bilder, für die Begegnung mit den Bildern und unsere Begegnung bislang? Was? Also ich merke, also manche Bilder existieren oder ließen sich ja ganz schnell abrufen, weil sie irgendwo schon existieren. Aber durch diese Bilderreihe habe ich zum Teil also neue Erkenntnisse gewonnen und bewerte die Bilder jetzt anders. Mhm. Also wie zum Beispiel, das Pferd ist nicht das Essentielle. Das spiegelt für mich jetzt nach, wie ich das, was das auch auf die heutige Situation für mich bedeutet. Mhm. Das arbeitet gerade in mir. Okay. Gibt es Stichworte, ohne was arbeitet noch? Also wo sagst du, da bewege ich mich Richtung neue Perspektiven? Also ich sag, es gibt, also was gerade arbeitet, ist tatsächlich, wie kann ich die Qualität und die Kompetenz, die ich habe, einfach noch stärker nutzen und da einbringen, aber so, dass die Leute, ich sag mal, dass man immer diese Luftballons startet, für mich ist das immer so ein Bild. Wenn ich jetzt professionell mit der Organisation arbeite, wie kann ich das noch viel stärker einfach auch selbstbewusster und in mich ruhender reinbringen und dann noch mehr schauen, was passiert. Mhm. Also, dass ich auf die Art stärker interveniere. Also, dass du diesen Bereich, der über das Pferd, über das Reiten reingekommen ist, den wir ja beinahe aus dem Gespräch draußen gelassen hätten, dass dich diese Ergänzung und die Balance von deiner Art von Engagement und deinen Kompetenzen, die du da einbringst, beschäftigt. Ja. Das ist ein schöner Fokus. Da würde ich dann jetzt, wenn wir jetzt im Einzelgespräch bei uns sind, dann das wär, vielleicht hörst du das auch nochmal an, wenn es dir liegt oder wenn du es in dir hast und auch guckst du, was du träumst die nächsten Tage, schreibst das auf im Traumtagebuch, dass wir nicht nur sozusagen das, was du mit relativ hoher Bewusstheit beginnst, neu anzugucken, sondern auch vielleicht, was dadurch durch diese Bilder und unser Gespräch sonst in deiner Seele sich dann in diesen Trauminszenierungen zeigt. Und dann können wir gerne nächste Mal noch mal zusammen drauf gucken. Gut, du hattest in der Pause mich noch mal kurz wegen dem Vater angesprochen, dass wir das vielleicht auch öffentlich machen. Genau, ich hatte Bernd gefragt, warum er mich gefragt hat, ob mein Vater noch lebt oder nicht. Also ob das einen Hintergrund hatte. Und die Antwort war sehr interessant. Oder... Ja. Das, was sich daraus entwickelt hat. Ich weiß gar nicht, ob es eine Antwort war. Nee, ich habe... Sagst du, was sich daraus entwickelt hat für dich? Du hattest gesagt, boah, ich wollte es einfach nur mal wissen. Mhm. Das war so, aha, also irgendwas scheint da doch gewesen zu sein. Mhm. Was die Frage in den Raum gebracht hat. Ja, und auch, dass du da nochmal nachgehakt hast. Also auch in dir hast du gesagt, da ist jetzt eine Resonanz. Und es war ja auch zu spüren, dass, ich würde mal so sagen, du mit der Belastetheit des Vaters starkes Mitgefühl hast. Und dass das vielleicht auch dein Verhältnis zu, auch die Lasten von Engagement zu tragen, dass da daraus ein Thema werden könnte, denke ich jetzt für mich weiter.
geht in eine andere Richtung. Aber das ist dann genau. Aber das wären dann die Suchprozesse, genau. Das sollten wir auch jetzt nicht viel machen, genau. aber auf diese Weise bist du nochmal sozusagen innerlich in Dialog gekommen mit deinem Vater und mit seiner Art im Beruf zu sein und im Leben. Und das hast du, war das schon mal ein Thema für dich? Mit dem Vater? Also früher, in früheren Zeiten oder früheren Gesprächen? Oder taucht es neu auf, dass da vielleicht noch was ist? Es ist nicht, also ist bearbeitet. Ist schon bearbeitet. Ist bearbeitet sozusagen. Okay. Genau. Gut. Also natürlich lebt so ein Thema immer weiter. Es ist klar. Gut, dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir unser Gespräch hier jetzt beenden. Wir würden jetzt, wenn wir draußen auf der Wildbahn wären, beim nächsten Mal würde ich mich erkundigen, was du geträumt hast, was noch nachgeklungen ist, ob noch Bilder nachgekommen sind, was in mir sich noch konstelliert hat, und dann würden wir da irgendwie neu aufsetzen, ob daraus etwas für weitere Gespräche sich als Fokus ergibt oder nicht. Ja. Gut. Danke. Dann bedanke ich mich jetzt bei dir erstmal und du darfst zurück. Ja, und wir können uns jetzt noch eine Zeit nehmen, in der ihr nachfragen könnt, Beobachtungen mitteilen, was beschäftigt euch, was hat Resonanz ausgelöst. Wir haben so diskutiert in der Dreiergruppe, ob es einen Unterschied macht. Du fragst ja nach Berufsvorbildern, Leitbildern, Situationen. Könnte man auch das Beruf weglassen und nach Vorbildern fragen und die dann natürlich auch auf den berufsbezogenen Kontext anwenden? Im Prinzip ja, aber es kann natürlich, wenn du nicht vorfokussierst, kann natürlich sein, dass für jemanden zum Beispiel ein Mann-Frau-Thema, Emanzipationsthema, ein wichtiges Lebensthema ist, das du aber im Moment nicht im Fokus haben willst. Und dann kommt dann die Suffragetten und alle möglichen und das, du wächst dann etwas, was nicht zum Fokus gut passt. Da hast du vielleicht nachher Integrationsprobleme. Deswegen, das macht man in der Hypnotherapie ja eh, dass man eben schon die Richtung spezifiziert, wenn auch nicht den Inhalt. Weil sonst irgendwas, was bewegt, kommt, was aber jetzt mit dem Fokus der Beratung oder der Situation nicht viel zu tun hat. Also man darf da schon ausdrücklich fokussieren. Wenn dann was neben rauskommt, muss man es beobachten, ob da jemand einfach sozusagen seiner emotionalen Betroffenheit folgt und den Fokus dafür fallen lässt. Das kann ja auch ein Stil sein. Oder ob es dazugehört, aber man wissen noch nicht wie. Das ist dann eine Frage des Handlings in der Situation. Aber je sorgfältiger du Fokus hältst, insbesondere bei jemandem, der so fokussiert. Wenn du natürlich jemanden hast, der gern so fokussiert, dann kannst du eher wieder mehr aufmachen. Wie wir draufgekommen sind auf die Frage. Ja. Das waren ja sehr stark männerlastige Orientierung. Und wir haben dann so hier zu dritt diskutiert, wieso, und hätte man da nicht was öffnen können, ihr die Chance zu geben, gegebenenfalls auch frauenorientiertere Typologien, die in ihr da sind, als Bilder zu erfragen. Ja, das ist ein guter Punkt. Also beide Dimensionen, das würde ich dann eher in einem nächsten Gespräch, würde ich registrieren und sagen, mal gucken, ob sie draufkommt oder nicht, oder was die Träume sagen. Wenn dann in den Träumen, wenn es von innen kommt und da die nächsten Bilder sind Frauenthemen, wenn auch die vielleicht manchmal in einer schwierigen Weise, dann könnte man da weitermachen. Wir kommen da, das machen wir hier glaube ich nicht, dieses Schellenbaumsche Konzept der Leitbildspiegelung. Es kann natürlich auch sein, dass sie da einige Bilder, Mannsbilder sind, die an sich schon gelassen werden können, die aber in eine weibliche Identität rückintegriert gehören. Die vielleicht, und dann müssen wir gucken, ob das ein Thema ist, weiß man ja nicht vorher. Aber das sind wichtige Überlegungen. Und dass euch das dann auffällt, dass da eine Einseitigkeit drin ist, das ist auch wichtig zu registrieren. Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, weil, also im ersten Blick dachte ich natürlich, es ist eine Einseitigkeit, aber dann
in den Erzählungen auch von dir, was deine Biografie angeht, und das erlebe ich öfter auch so bei mir selber, die Situation zum Beispiel mit deiner Mutter als Schneiderin und die Bügelerin oder auch in den, das sind ja Situationen, die auch sehr prägend sind, und das waren ja dann auch Frauen, die da sozusagen gewirkt haben und Eindruck gemacht haben, aber so von den Berufs, dann ist das oft männlich, auch bei Frauen, auch bei mir selber. Also ich habe auch männliche Vorbilder, aber das Weibliche, dieser Tisch, das fand ich so schön, mit diesem ovalen Tisch und dieses Bild oder eckig und da, was ist alles Ausdruck, Gemeinschaft und so weiter. Und du sagtest ja eben so, dass es vielleicht jetzt auch mit diesem Work-Life-Balance in Anführungsstrichen oder dieses Bedürfnis auch bei der nächsten Generation nach diesen anderen Werten auch. Also ja. Nicht dieser formale Status, sondern noch vieles andere. Also das, ja, verstehe ich. Also kann ein Thema sein, dass da eine Rückeinbettung in eine weibliche oder männliche Identität notwendig ist. Also in meiner Familie war es zum Beispiel so, meine Mutter hatte die Hosen an. Und die war aber von daher so ein bisschen so eine phallische Frau, wie man das so psychoanalytisch so charmant sagt. Und mein Vater war der Weiche. Und ich habe aber an meiner Mutter Maß genommen, was die unternehmerische Kraft betrifft, musste das aber in meine männliche Identität integrieren, weil sonst hätte ich sozusagen ein männliches Abziehbild einer Frauenvariante von Männlichkeit gelernt. Also das ist nochmal ein eigener Reintegrationsakt seelisch. Das sind aber jetzt schon Spezialthemen, da gibt es... Es kommt jetzt, es gibt Geschlechtsidentität, arbeitende Geschlechtsidentität gibt es auf der Website, das eine oder andere, wen das interessiert, aus der jüngsten Perspektive, dort speziell Schellenbaum. Wie wichtig ist es, dass die Bilder, die du jetzt als Standbilder identifiziert hast mit deiner Klientin und die Untertexte dabei, präsent bleiben? Oder ist es nicht wichtig, dass diese 5, 6, 7 Bilder, die du auf den Leuchttisch legst, dann auch teilweise verschwimmen? Das kommt darauf an, was für eine Intuition ich habe, warum das so ist. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, und das da, an dem Punkt sind wir in dem Gespräch gekommen, dass das auch eine Ausklammerungsneigung für bestimmte Dimensionen gibt, dann muss ich aufpassen, dass das nicht ein Fall von Ausklammerung ist. Dann wäre wichtig, dass ich es weiß und das nicht mit wegdriften lasse. Okay. Wenn das eher nicht der Fall ist, dann manche sind dann auch einfach nicht wichtig. Aber das muss man dann einfach im Fortgang dann beobachten. Überlässt du aber dann dem Klienten, wie viel der die Bilder noch sehen kann? Oder mir selbst. Oder wir warten einfach. Okay. Beide sind ja in einem nachlaufenden Suchprozess. Ja, okay. Und da setzen wir einfach nochmal neu an mit. Also entspannt, locker das Ganze annehmen und nicht unbedingt jetzt mit dokumentieren, um dann genau zu wissen, welche Bilder waren mit welchen Texten. Na, wir wollen ja keine Buchhalterei da betreiben. Ich meine, wenn jemand das liegt, das gut machen zu können, ohne dass es den seelischen Prozess stört, finde ich das toll. Okay. Mir liegt es nicht so. Okay. Und ich habe es dann ja auf Tonband dokumentiert, wenn ich es je noch brauche. Aber das meiste an dieser Arbeit liegt eigentlich in der Anregung beim anderen. Und ich habe ja eh nicht in dem Format gearbeitet, dass ich wöchentliche Sitzungen hatte oder so, sondern ich habe solche Sitzungen gemacht, 3-stündig und vielleicht 8 Wochen später nochmal eine und ein Jahr später nochmal eine. Also diese Arbeit, diese Traumarbeit, die ich mit dem Personalchef gemacht habe, das waren 7 Sitzungen in 5 Jahren. Die Ritualisierung in dem Gespräch, was du vorher angesprochen, was ist dann selber, ja, zum Teil ritualisiert, aber nicht zu streng gemacht. Ja, ja. Was ist deine Erfahrung zu der damit? Kann es dem Klienten nochmal zu viel werden? Oder das ist ja, klar. Es kann aber verschiedene Gründe haben. Es kann sein, dass wir beide uns dann in der Monotonie festfahren, dann hat er recht. Es kann aber auch sein, dass er dann sich zu viel disziplinieren muss, was Fokus betrifft, und dann will er das abschütteln. Da ist dann gut, die Zügel fest in der Hand zu halten. Das ist von Fall zu Fall verschieden.
Aber das Ritualisieren, ihr merkt, habt es ja auch bei ihr gemerkt, obwohl sie eine äußerst bereite Klientin war, brauchte es 3-4 Durchläufe, bis sie sich sozusagen selbstständig das Format mitgetragen hat. Und sie war eine sehr gutwillige. Deswegen hilft diese, ich sage, es ist holzschnittartig, ich weiß das alles, aber wir kommen anders nicht durch. Gehe ich erstmal auf die strenge Seite und wenn ich dann merke, wir kommen in einen ganz guten Fluss, müssen wir das nicht so heiß essen, wie wir es gekocht haben. Aber wenn du erstmal den Erzählgewohnheiten des anderen zu sehr nachgibst, ihn dann wieder einzufangen, ist schwieriger. Und bei manchem, es gibt eine Anleitung, das findet ihr auch auf dem Bogen, also wo dann die Fragen für jede dieser Phase alles nochmal beschrieben ist. Also einen Leitfaden gibt es nochmal dafür. Und es ist auch wichtig, da genau zu sein, weil ich habe in der Supervision erlebe ich da Sachen, ohne dass die Leute es gar nicht merken. Da gibt es dann so Varianten, ein Mann und eine Frau gucken sich das an und dann sagt die zu ihm, das sieht man mal wieder. Dass da natürlich was völlig anderes rauskommt, als das, als ich mit dieser didaktischen Figur anstoßen möchte, ne? Ist ganz klar. Also da muss man natürlich seine Zunge hüten. Und manche machen aus dem Standfoto ein Filmplakat. Und dann geht es, man kann auch mit Surrealem arbeiten, aber dann wird die Verortung in Zeitraum und Perspektive aufgelöst auf eine Weise, die manchmal nicht gut ist und die Vergleichbarkeit dann nicht mehr da ist. Und manchmal ist schon allein die strukturelle Vergleichbarkeit ganz wichtig. Wir werden später bei dem Geschichtenerzählen nochmal drauf kommen, dass man da ein Stück wirklich Drehbuchschreiber oder regisseurmäßig denkt, was ist die Situation, was ist die Struktur, was sind die Personen, was sind die Bezogenheiten zueinander unserer Situation, was sind die Abläufe. Und damit genau zu sein, gibt manchmal auch sehr genaue Aussagen. Manchmal ist es überdetailliert, dann muss man es auch wieder fallen lassen, aber weiß man vorher nicht. Das ist gerade eingeschränkt, manche machen daraus dann ein Filmplakat. Ja. Ich mache da jetzt keinen Unterschied zwischen einem Foto und einem Filmplakat. Doch, ein Filmplakat kann ja gemalt sein, kann ja surrealistisch sein. Also wer ein Standfoto ist etwas, was klar in Zeit und Raum, real Zeit und Raum bleibt. Okay, habe ich verstanden, ja. Ja, ja. Spielt die Abfolge der Bilder, die den Klienten kommt, eine Rolle? Wertest du das irgendwie aus? Wie meinst du die Abfolge, in der ich abfrage, die Quellen? Oder? Das habe ich verstanden, das ist ja ein Teil des Holzschnitts. Spielt es eine Rolle, ob ihr jetzt das Bild mit dem Vater oder dem Onkel zuerst gekommen ist? Nehme ich nur mal als Beispiel. Also du legst die alle auf den Glastisch. Also ich lasse die auch jetzt erstmal in der Reihenfolge. Ich nehme die einfach so, wie sie kommen, in dem gewissen Vertrauen darauf, dass die assoziative Suche schon selbst eine Relevanz erzeugt. Die kann man gar nicht voll fokussieren. Aber es kann natürlich auch sein, wie man auch in der Psychoanalyse ja die Deckerinnerungen gibt, dass dann erstmal 2-3 Bilder kommen, die sozusagen die unverfänglichen Gewohnheitsbilder sind. Und dass dann erst Bilder kommen, wo man merkt, da ist was, ich nenne das Wirkbilder, also der Schellenbaumscher Begriff. Da merkt man, in denen ist noch eine Dynamik, das ist nicht einfach nur ein Abbild. Das weißt du aber vorher nicht. Und ich verlasse mich normalerweise schon auf die Eigenurteilsfähigkeit, intuitiv des anderen. Ich habe aber trotzdem an der Stelle abgewichen, was das Milieu betrifft. Ja. Erst dachte ich, na gut, sparen wir uns das, warum nicht, kommen wir schneller voran. Und irgendwie gab es aber etwas in mir intuitiv, ich sagte, nein, das darfst du dich jetzt nicht mit zufrieden geben, da musst du ein bisschen buddeln an der Stelle. Und ich glaube, das war auch richtig, weil ich sonst vielleicht einen auch familiär geübten Ausblendprozess geteilt hätte. Und da habe ich in mir irgendwie den Impuls gehabt, nein, das will ich nicht, zumindest nicht unhinterfragt lassen. Aber da ist man ganz auf intuitives. Also dafür ist es wichtig, dass man sich selbst beobachtet, welche Impulse in einem wach werden und dass man denen auch kontrolliert folgt.
nicht nur klientzentriert im Sinne von alles abnicken, der Klient wird schon wissen. Ist ja, manchmal weiß er es halt nicht. Oder braucht einen Kontrast von außen. Aber ist es denn richtig, dass diese Methodik auch wirklich eher was für länger laufende Begleitungsprozesse ist und nicht in einem Change-Prozess, wo man einen Klienten hat, der 3 Wochen, 4 Wochen hintereinander kommt und dann am Ende einer solchen Sitzung die Lösung haben möchte und sagen möchte, so, was ist jetzt die Lösung? Ist das nicht, kann es nicht unbefriedigend sein, wenn er nach Hause geht und sagt, ich habe jetzt Anregungen und die müssen wirken und man träumt und dann denkt er, ja, ja. Gehe ich da nochmal hin? Klar, sind auch schon welche nicht wiedergekommen. Aber, also sagen wir mal, es ist eine Frage des Kontraktes und ich sage das denen ganz genau, warum ich das mache, kläre sie vollkommen auf. Wenn die trotzdem von der Fantasie nicht lassen und am Schluss spuckt er ja doch die Deutung aus, und dann enttäuscht sind, dann geht es halt nicht. Ich würde nicht sagen, dass es auf jeden Fall für wiederholte Prozesse ist, sondern es, ich weiß ja auch nicht, die, die nicht wiederkommen, heißt ja nicht, dass die davon nicht profitiert haben. Ich weiß es am Ende nicht, aber wenn jemand kommt und will auf einer relativ eingegrenzten Ebene innerhalb dieser Logik eine Lösung, dann erstens nehme ich ihn sowieso nicht, also ich persönlich. Aber dann muss ich gucken, sehe ich irgendeinen Sinn dafür? Ich kann auch ein, zwei Mal das probieren. Und wenn ich merke, jetzt haben wir mal wieder eine Lösung und es war doch keine, dann kann ich ihm sagen, schauen Sie, wir können auf der Ebene weitermachen. Aber in mir ist keine Zuversicht, dass wir da auf der richtigen Flughöhe sind. Und das ist ein Verfahren, mit dem wir nochmal ganz neue Horizonte abstecken können. Aber das kann auch sein, dass nichts bei rauskommt. Und dann muss er das Risiko tragen. Aber ich mache das völlig offen. Aber es kann dann auch einmalig sein. Also ich würde das nicht mit der Idee des wiederholten Gesprächs automatisch verbinden. Gut, nachdem da jetzt, ich glaube, es ist auch ein Gefühl dafür entstanden, sozusagen auf welchen Ebenen man jetzt beobachten kann, ob da Auseinandersetzungsprozesse in ihr laufen. Man kriegt auch ein Gefühl für Qualitäten, über die mal Dialog gehalten werden sollte, aber nicht gleich schnell irgendwas, sondern mal warten, was der aus von innen kommende Suchprozess hervorbringt. Aber es ist auch in Ordnung, wenn man bei den eigenen Fragezeichen, die geblieben sind, bleibt und die zumindest mal abklärt noch. Ist, wenn ihr das Gespräch so mithört, habt ihr das Gefühl, das ist etwas, was machbar ist? Wenn, ja, ist nix, kein Hexenwerk. Ja. Man kann da auch, wenn man keine psychoanalytische Ausbildung hat, direkt was mitmachen. Gut, dann können wir jetzt auch in die Mittagspause gehen.